Einen wunderschönen guten Abend, trotz Corona wünsche ich euch. Entschuldigt, wir hatten eine technische Überlastung, weil wir über 10.000 Teilnehmer haben für dieses Webinar. Danke erstmal für dieses rege Interesse und ja, aufgrund dessen hatten wir eine technische Überlastung unserer Server und sind jetzt auf YouTube ausgewichen. Ich hoffe, ihr seht uns alle. Ihr dürftet jetzt alle so langsam den Link von uns bekommen haben. Zu mir geschaltet ist euer Experte Dr. Rüdiger Dahlke. Einen wunderschönen guten Abend, Rüdiger. Hallo Timo, hallo Chris, hallo jeder an den Bildschirmen. Ich hoffe, das klappt jetzt. Es könnte auch daran liegen, das merken wir hier auch in der Südsteiermark, dass jetzt so viele auf dem Netz sind, dass in so Zeiten wie gerade jetzt um diese Zeit einfach sehr viele das auch so überlasten, dass es trotzdem dann schwach wird. Aber gut, jetzt haben wir uns ja sozusagen und gehen es an. Ja, wir haben so viele Fragen auch bekommen zum Thema Corona. Magst du uns kurz deine Sicht der Dinge auf den aktuellen Stand der Corona-Krise mitteilen? Ja, also ich lasse mal alles, wie es dazu kommt und so weiter, diese ganze Diskussion, die so ins Politische geht, mal draußen vor und sag mal das, was mir so aufstößt, was mich wirklich besorgt dabei. Und damit stehe ich ja auch wirklich gar nicht mehr allein. Heute erst wieder vor dem Professor Kocker so einen Beitrag, der auch aus so einer Sicht, die, ja, der Spezialist für diese Themen, aber er sieht es natürlich auch ganz anders. Aber da möchte ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Ich würde ja auch raten, wir müssen jetzt nehmen, was ist und das Beste draus machen. Was mich so immens stört, muss ich sagen, ist, dass ohne jedes Bewusstsein bei den Obigen in der Regierung, aber auch in den Mainstream-Medien oder diesen Öffentlich-Rechtlichen, wie sie sich so anspruchsvoll nennen, aber das nicht mehr darstellen für mein Gefühl. Es ist eine solche Angstmache und Panik inszeniert worden und wirklich auch inszeniert worden, weil man einfach alle beruhigenden Dinge unterdrückt hat, alle Nachrichten, und nur die Horrornachrichten gebracht hat, dass man mit einer riesigen Angstwelle ausgelöst hat, die natürlich einen immensen Schatten haben wird. Ja, also so ein einfaches Beispiel, was ich da immer gerne nehme. Wenn du als Allgemeinarzt, praktischer Arzt, einen Mann vor dir hast, den du einen Beta-Blocker verschreibst und du sagst dem dazu, das gibt als Nebenwirkung Impotenz, erektile Dysfunktion. Du machst es bei 100 Männern, dann hast du 30 mit Impotenz. Sagst du nichts darüber, was nicht ganz rechtlich ist, aber dann hast du 2 mit Impotenzproblemen. Das heißt, allein durch die Erwähnung dieser Möglichkeit, das macht so viel Angst, dass der Fakt, also dass es mal 15 wirkt, statt 2% 30, statt 2 von 100, 30 von 100. Wer das sich mal bewusst macht, das hat Professor Schröter von der Deutschen Uni Frankfurt an der Oder erforscht, belegt, ist ein typischer Nocebo-Effekt, ein Schadenseffekt. Und Angst macht diesen Schaden. Angst drückt unser Immunsystem. Das hat die Psychoneuroimmunologie, auch ein Teil der Schulmedizin, längstens erforscht. Das ist was ganz Schreckliches auch, was da produziert wurde. Und es ist wirklich mal nicht ganz sicher, wie das einzuordnen sein wird, nachträglich mal. Wir müssten was tun, um mit der Angst umzugehen. Das ist mal der eine Punkt, der mich da sehr stört. Aber die sind natürlich komplett blind für die Nebenwirkungen, die sie produzieren. Sowohl die Regierungsstellen als auch die Schulmediziner, die sich da hinter dem Professor Drosten auf diese, ja, auf das Horrorszenario eingestellt haben. Und Nebenwirkungen sind natürlich wirtschaftlich gewaltig, das kann ich gar nicht abschätzen, aber da kann man sich ja auch relativ schreckliche Prognosen anhören. Man muss ja bloß mal überlegen, eine Wirtschaftskrise wie der Schwarze Freitag 1929, wie viele Menschen hat der vor Verzweiflung in den Selbstmord getrieben? Einfach dadurch, weil Firmen kaputt gegangen sind, weil Menschen verarmt sind und. All das sind Nebenwirkungen, da höre ich kaum was davon. Ist denen das nicht bewusst, was sie da inszenieren? Also das ist schon ein Riesenschattenaspekt, ein zweiter Punkt. Dann ein Punkt, den ich ganz, ganz entsetzlich und unerträglich finde, ist, dass wirklich unisono Schulmedizin, Minister ein Bild der Wirklichkeit, die sie so erleben, verbreiten, wo dann am Schluss nach ihrer angsterfüllenden Prophezeiung dann leider der Kommentar kommt, und wir können nichts machen, wir haben keine Impfung. Es ist ja geradezu so, dass manche Medien so richtig auf Panikmache gesetzt haben
und mehr oder weniger suggerieren, jetzt sitzt zu Hause, starr vor Angst und wartet auf die Impfung. Und dann haben wir andere Medien, in Österreich war das anfangs überhaupt nicht so schlimm, die verhaltener sind, regt euch nicht so auf, wir haben andere Dinge überstanden und bleibt zu Hause und wartet auf die Impfung. Also da wird natürlich die Impfmüdigkeit nachhaltig bekämpft, das kann man sicher so sagen. Aber der viel schlimmere Satz ist eben, da ist nichts zu machen. Und das ist etwas, was ich so lange kenne durch gute 40 Arztjahre. Wenn die Schulmedizin nichts mehr machen kann, was ab und zu der Fall ist, dann denken die, da ist nichts mehr zu machen. Aber es ist ja einfach nicht wahr. Es ist die reine Unwahrheit, sowas nennt man Lüge. Es ist so viel Abwehrsteigerndes zu machen. Und darum geht es doch jetzt, das Immunsystem wieder hochzubringen. Nicht nur diese ganze Angstgeschichte, die gehört aufgegriffen. Damit müsste man umgehen lernen. Diese Enge, die da entsteht, Angustus, heißt eng lateinisch. Und da ist unsere Angst ja direkt drin. Also es ist viel zu machen. Mich hat das Ganze animiert, in einer wirklich Nacht- und Nebel-Aktion, also weniger Nebel, Tag und Nacht, 7 Tage lang, mal all das zusammenzuschreiben, was ich kenne aus Erfahrungen dieser Arztjahre, was die Abwehr steigert. Und das, was zugleich mit Studien belegt ist. Bitte, das sind wissenschaftliche Studien, die viele Punkte belegen, wo wir sehen können, da geht die Abwehrkraft hoch. Da wird unser Immunsystem gestärkt. Wo du gerade von Abwehrkraft sprichst, ja. Wie erklärst du dir, dass immer nur von Desinfektion gesprochen wird? Masken, Abstand halten, Hände waschen, einen Impfstoff suchen, aber nicht eben von diesen Themen Immunsystem stärken, gute Ernährung, Fasten, gutes Wasser, Zitronenwasser, Kurkuma, Ingwer, Vitamin C, Bewegung an der frischen Luft. Warum wird darüber gar nicht gesprochen? Ja, das weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Aber ich befürchte halt, das ist wie beim deutschen Gesundheitsminister, der macht ja nur ausschließlich Dinge, die der Pharmaindustrie nützen. Ja, also dass 30.000 Menschen pro Jahr in Deutschland, nur in Deutschland, an resistenten Keimen durch den Hospitalismus in den Kliniken und die Ansteckung in den Kliniken damit, aber vor allen Dingen auch durch diese Antibiotika-Orgien in den Massentierzuchthäusern, die leicht zu unterbinden wären, wenn man den Tierärzten untersagen würde, auf eigene Rechnung Antibiotika zu verkaufen an die Bauern. Ja, das müsste einfach, ist ja sonst auch nirgendwo der Fall in der Humanmedizin. Also das interessiert den gar nicht. Der kümmert sich um wirklich von der Mortalität her irrelevante Masern-Geschichten, um da eine Impfung durchzudrücken. Das sind absurde Geschichten. So nebenbei wollte er alle Deutschen zu Organspendern machen. Aus meiner Schweizer Zeit weiß ich, dass in der Schweiz die Kosten für die Immunsuppressiva, die man eben bei Organtransplantierten braucht, an erster Stelle der Pharmaeinnahmen stehen. Zufall? Was rät der jetzt? Da gibt es kein Wort Immunstärkung, kein Wort Abwehrstärkung. Aber er rät den über 60-Jährigen, die ja aus seiner Perspektive ganz stark gefährdet sind, ob sie nur krank sind oder nicht, aus meiner Sicht, ein 60-Jähriger fit ist, der ist natürlich viel, viel abwehrstärker als ein völlig schlapper 45-Jähriger. So, aber das kommt nie vor, das Thema bei ihm. Aber er möchte die jetzt eh schon Gefährdeten noch mit einer Pneumokokkenimpfung traktieren. Also gegen Bakterien, das hat mit Viren gar nichts zu tun. Und jeder Arzt weiß, dass am Anfang eine Impfung das Abwehrsystem erstmal schwächt und dass es da Reaktionen drauf gibt. Aber man muss ja schon sagen, ist ja sowieso eine komische Situation. Der Präsident der Bundesdeutschen Ärzte, Gassen, der hat schon vor lange, also auch am 17. März, sehr mutig gesagt, was er von diesem ganzen Theater hält. Nichts nämlich. Der Weltärztepräsident, vorher auch der deutsche Ärztepräsident Ulrich Montgomery, der ist ein Schulmediziner. Aber doch so ein großer Geist, dass er sich zum Beispiel vor die Homöopathie als Teil der Medizin stellte. Weltärztepräsident findet das völlig daneben, was da jetzt an Aktionen läuft und hat es ja auch öffentlich kundgetan. Ich habe es mal gepostet. Also es ist schwer zu erklären, warum gar nichts aus der Richtung Komplementärmedizin, Naturheilkunde erwähnt wird, weil das wären die Dinge, die jetzt Hoffnung geben würden, die jetzt was tun könnten für die Leute. Und da ist dann noch ein nächster Punkt, der mich total stört. Wir wissen jetzt durch die Zahlen, nicht nur aus Italien, aber auch, dass die wirklich Bedrohten eine kleine Fraktion sind. Und um die müssten wir uns doch jetzt kümmern, um Gottes Willen, als Ärzte. Und das wollen ja auch ganz viele Kollegen. In meinem Kreis, ich kenne ja praktisch keinen, der sich hinter die Drosten-Variante darstellt. Die sind ja alle irgendwie verschreckt.
Also diesbezüglich bin ich nicht so erstaunt. Ich kann das gut einordnen. Es geht immer in allen öffentlich-unrechtlichen Medien, ich kann es gar nicht mehr anders sagen, in den Mainstream-Medien gegen die Naturheilkunde und es geht gegen alles Spirituelle und es geht immer pro Pharma. Ich stelle mir halt vor, dass die sponsern, wie man so sagt. Und in vieler Hinsicht ist es ja auch belegt. Die WHO ist ja ein gesponserter Verein. Und natürlich bestimmen die, die das Geld reingeben, auch was da Sache ist. Wir hätten ja heute gar keine Pandemie, wenn die nicht zur Schweinegrippe den Begriff, die Definition Pandemie verändert hätten. Weil es sterben nicht mehr Menschen als sonst an Grippe. Also aus meiner Sicht als Arzt, das Betrüblichste ist, dass wir nicht gezielt uns um die kümmern, die eben Hochdruck haben, Übergewicht, Diabetes 2 und die Vorstufen, metabolisches Syndrom, Insulinresistenz und die Raucher. Das wäre doch jetzt die Zeit, denen auch klar zu machen, das wäre doch die Aufgabe von Medien. Jetzt ist die Zeit, auszusteigen aus dem Rauchen, aus dem Typ 2 Diabetes, aus dem Übergewicht, aus dem Hochdruck. Und ich sage das nicht so locker. Ich weiß natürlich, dass auch die Krebspatienten mehr gefährdet sind jetzt und auch gefördert werden müssen. Es ist nicht annähernd so einfach. Aber diese vier Hauptgruppen, wo wir von anderen Grippewellen wissen, dass sie so gefährdet sind, die sind ja mit Lebensstilveränderung relativ leicht. Und denen ist relativ leicht zu helfen. Da müssten wir unseren Schwerpunkt drauf tun. Aber wieder, ich fürchte, dieselbe Erklärung. Das nützt der Pharma nichts. Der Professor Ludwig, der Chef der Deutschen Arzneimittelkommission, der hat vor gar nicht langer Zeit, ich habe es auch zitiert in dem Buch Krebswachstum auf Abwägen, hat der ja gesagt, in Deutschland gibt es praktisch keine pharmaunabhängige Forschung mehr und die Pharma bestimmt dann die Ergebnisse. Jetzt gibt es offensichtlich schon so eine Art vorauseilenden Gehorsam. Man macht gleich gar nichts, was der Pharma nicht passen könnte. Das finde ich aber wirklich zutiefst unrecht. Und deswegen tue ich mich auch so schwer mit dem Begriff öffentlich-rechtliche Medien. Das ist Unrecht, was die dort tun. Das gehört der Bevölkerung mitgeteilt, dass man jetzt viel machen kann. Man muss ja sagen, unser Kanzler hat ja kurz und bündig als einer der ersten diese Ausgangssperre praktisch erklärt, aber dann so auf Österreichisch nett und charmant gesagt, aber wer Lust hat auf frische Luft hat und auf die Sonne, der kann schon rausgehen und seinen Lebenspartner darf er auch mitnehmen. Okay, ich meine die frische Luft, die Wärme des Frühlings, die ja letzter Zeit jetzt bei uns hier leider ausfällt in der Südsteiermark, also die haben noch jede Grippewelle niedergemacht. Also diesbezüglich bin ich da ganz hoffnungsvoll. Diese Verdoppelungszahlen, die werden ja auch besser sozusagen. Die Tage der Verdoppelung werden länger in Deutschland, Österreich und auch Gott sei Dank in Italien. Also diese Erklärung dahinter, da geht es ja sehr schnell in dieses Politische und so weiter rein. Mir wäre es viel wichtiger und ein größeres Anliegen, dass wir jetzt das Beste draus machen. Ich würde da nicht gegen auflocken sozusagen, gegen diese sehr strengen Vorschriften, die bestimmt die Wirtschaft ruinieren. Das glaube ich mal diesen Wirtschaftsleuten. Da sind sich ja eigentlich alle klar, dass sie da eine Katastrophe, und da fällt ja auch schon das Wort 1929 in den USA jedenfalls, heraufbeschwören. Okay, das wissen die offensichtlich. Dass sie aber ganz wesentliche Heilmittel und Methoden der Komplementärmedizin den Menschen sozusagen nicht anbieten, sie nicht darauf hinweisen, auf so viel wirksame Dinge, das ist schon für Ärzte, die das nicht tun, zutiefst unärztlich und für die Politik aus meiner Sicht wirklich extrem entlarvend, kann ich nicht anders sagen. Also das hat für mich was Erschütterndes. Ja, denn im Endeffekt müssten wir uns wirklich, wirklich kümmern um die, die jetzt so sehr gefährdet sind. Und die dürfen wir nicht mit weiteren Impfungen traktieren, müssten alles tun, um das Immunsystem aufzubauen. Ich meine, dass es zum Beispiel Mittel gibt, die das Immunsystem stärken, auch in anderen Kulturen, Kurkuma, da gibt es allen Ernstes über 8000 wissenschaftliche Studien, die belegen, dass Kurkuma gesund ist, abwehrsteigernd, die Gelbwurz, was im Curry drin ist und die Farbe gibt. Aber gibt es jetzt viele solche Stoffe. In diesem Schutz vor Infektionen habe ich die auch mal aufgeführt. Ja, also, weiß nicht, an die 100 Studien sind da drin, wo wir belegen können, dass einfachste Dinge, Waldbaden. Ja, du gehst in den Wald, eine Stunde in den Wald und dein Immunsystem ist noch am Abend von diesem Tag deutlich sichtbar an der gestiegenen Zahl der natürlichen Killerzellen, die so wichtig sind bei Auseinandersetzung mit Viren,
viralen Infektionen sind dann noch erhöht. Du bleibst einen Tag im Wald, hast eine Woche diesen Effekt. Du bleibst 3 Tage im Wald und du hast auf einen Monat hin diesen Effekt. So, ein Beispiel. Wir wissen, Professor Andreas Michalsen aus Berlin, Immanuel Krankenhaus Charité, hat belegt, der CRP-Wert, der ist der Entzündungsmarker, C-reaktive Protein, der Entzündungsmarker des Organismus, der sinkt beim Fasten. Also, mildes Fasten, diese Kurzzeitfastengeschichte. Da gab es so viele Studien, wie ich dieses Buch geschrieben habe, die konnte ich nicht im Buch unterbringen, die sind irgendwo auf der Homepage auf einer Seite. Oder auch Ganzfasten senkt den CRP-Wert, die Entzündungsbereitschaft des Organismus. Nach 4 Tagen Fasten, Professor Walter Longo, UCLA, University of California, Los Angeles, so eine, also Renommier-Universität in den USA, die in Kalifornien, der sagt, nach 4 Tagen Fasten ist das Immunsystem zu 40% regeneriert. Du kannst nach dem Fasten aufbauen mit pflanzlich vollwertiger Kost, à la Peace Food. Auch da gibt es amerikanische Studien, die belegen, der CRP-Wert geht runter. Die Entzündungsbereitschaft wird geringer. Das gibt es sogar fürs Barfußlaufen, weil wir von Mutter Erde Elektronen aufnehmen. Und freie Radikale suchen ja Elektronen. Und wenn die abgesättigt werden damit, hören die auf, radikal zu sein. Also die Studien habe ich alle in diesem Buch. Es gibt es noch gar nicht. Aber wird es bald geben, weil ein wirklich engagierter Verleger vom kleinen Verlag in 3 Wochen das Buch rausbringt, was ich in einer Woche geschrieben habe. Also es gibt so viel Hoffnungsvolles. Und wir könnten das wirklich jetzt brauchen. Die Komplementärmedizin hat ja gar nichts gegen die Schulmedizin. Sie will sie komplementieren. Aber selbst das wird unterdrückt. Und ich wüsste nicht, wem das nützt, außer der Pharmaindustrie. Und dass die sich Minister kauft, das ist ja gar keine Frage. Ja, also ich meine, es gibt ja Parteien, die sind wirklich einfach Lobbyisten-Kaderschmieden, ehrlich gesagt. Da ist dann der Verteidigungsminister gleich anschließend im Rüstungskonzern und so weiter. Also es gibt beispiellose Dinge diesbezüglich. Deshalb in der Medizin auch so. In dieser Hinsicht ist es kein schönes Bild, aber es macht jetzt auch natürlich nicht den Hauptsinn, darauf rumzureiten, sondern der entscheidende Punkt wäre wirklich rauszufinden, was können wir tun? Wie können wir die Situation bessern? Und da würde ich eben raten, macht's Beste draus. Ja, also wenn wir jetzt mal 2 Wochen, 3 Wochen, 4 vielleicht, ich weiß nicht, frei haben, zu Hause sein müssen, ist ja nicht so verkehrt. So, dann könnte man das auch zu Hause anfangen zu genießen. Viel in die frische Luft gehen natürlich und viel von diesen Dingen machen. Ja, also die ich da erwähnt habe, da gibt es so viele. Einfach mal ausschlafen wäre schon mal sehr, sehr gut. Sehr gut fürs Immunsystem. Viel frische Luft, sehr gut fürs Immunsystem. Ja, also Sonnenstrahlen, wenn sie dann wieder kommen, UV-Licht. Wir desinfizieren ja OPs mit UV-Licht und so weiter. Also UV-Licht ist sicher nicht verkehrt. Die Sonnenstrahlen, die braucht man schon gar nicht in dieser Zeit jetzt überhaupt nicht fürchten. Naja, da wäre so vieles Wichtiges zu tun. Aber da könnt ihr jetzt ewig weitermachen, merkst du schon, merkt ihr schon, aber ist ja nicht der Sinn unserer Sprechstunde. Gut, dann widmen wir uns den vielen Fragen, die eingegangen sind. 2018 sind über 25.000 Menschen in Deutschland an der Grippe gestorben. Warum wurde darüber nichts berichtet bzw. Maßnahmen ergriffen? Also das ist 2017 auf 18. Also genau vor 2 Jahren schauten wir in Deutschland nach Aussagen des RKI, also Robert-Koch-Institut, die wir jetzt auch dauernd hören, Herr Miele. Also da wurden 25.140 Tote beklagt in Deutschland. Und es gab nicht annähernd so einen Wirbel. Ich bin mir sehr sicher und ich hoffe das sehr, dass wir solche Zahlen jetzt nicht erreichen. Auch wenn sie zunehmen und auch noch wachsen werden, ich glaube jetzt sind es schon 140 in Deutschland, aber das ist gemessen an normalen Grippesaison ganz, ganz wenig. Das ist ja das auch, was viele Kritiker einfach sagen, die an diese Hochrechnungen gar nicht glauben in diesem Sinne. Also es kommt dann noch was dazu, was das auch mildern könnte, diese Hochrechnung. Man darf das Wort ja nicht mehr in den Mund nehmen, Herdenimmunität. Aber man muss ja sagen, das gibt es ja schon lang. Selbstverständlich sind viel, viel mehr Menschen infiziert, als gemessen wurden. Am Anfang war der
der Test auch noch teuer. Ich weiß nicht, wie das jetzt in Deutschland ist. Wer geht denn schon hin, wenn sie für 150 Euro da einen Test machen soll? Naja, also man hat viel zu wenig getestet und hat dann an den wenigen Getesteten, die Toten konnte man ja nicht übersehen, hat man eine irre Sterblichkeit produziert. Aber die ist ja, das werden wir zum Schluss sehen, viel, viel geringer. Ich meine, Schweinegrippe, wenn man diese Inszenierung, und das war ja nur eine Inszenierung, eine peinliche, wenn man die rückwirkend anschauen, gibt es ja kaum irgendeine Grippesaison, wo so wenig Menschen zu Schaden gekommen sind wie mit der Schweinegrippe. Und man muss immer dazu sagen, jeder Tote ist natürlich einer zu viel. Und das ist immer schrecklich für die Angehörigen. Aber im Endeffekt glaube ich, 2018 war es nach dem Debakel von Vogelgrippe und Schweinegrippe, wo einfach zu viele durchschaut haben, was da lief, mit diesem Tamiflu, was schon bei seiner Erstzulassung von dem Tester der FDA, der amerikanischen Zulassungsbehörde, als wirkungslos mit erheblichen Nebenwirkungen abgelehnt wurde. Der Mann wurde ersetzt, es wurde durchgepaukt und wirklich unglaublich viele Milliarden wurden Steuergelder in die Kassen der Pharmaindustrie gelenkt. Das haben dann doch viele mitgekriegt. Die Schweinegrippe-Impfung, da haben ganze Klinikbelegschaften in Deutschland die Impfung verweigert. So, nach diesen zwei Dingen, die zwar viel Geld gebracht haben, aber da doch Flops waren, glaube ich, war es einfach 2017, 18 zu früh für so eine Inszenierung. Und insofern hat man eine dramatische Geschichte überhaupt nicht wirklich beachtet. War kein großes Thema in den Medien. Allerdings muss man natürlich auch sagen, dass so eine Inszenierung, wie wir sie jetzt dort haben, natürlich auch nur so lala funktioniert. Ja? Also in der Ärzteschaft gibt es von oben runter natürlich viele, die das ganz anders sehen. Und auch diese Sprüche von so Politdarstellern wie dem, ja, auch viele sonstigen Spansinn verbreitenden deutschen Minister, bestens gerüstet, muss man einfach mal die Kollegen in der Praxis hören, Schutzanzüge und so weiter. Da war überhaupt nicht vorgesorgt in dem Sinne. Also es geht wirklich auf den Schultern, auf den Knochen von denen aus. Und jetzt kommt natürlich auch dazu, dass ganz, ganz viele Angstpatienten einfach dazukommen. Ja, früher hast du gehustet, bisschen Fieber gehabt, das hast du zu Hause überstanden. Jetzt denkst du sofort Corona, um Gottes Willen. Dann an diesen Beta-Blocker, das Experiment da einfach denken. Wir haben jetzt einen unglaublich größeren Andrang geschaffen bei den Kliniken. Und der gefährdet natürlich ganz stark auch die Stabilität in den Kliniken und so weiter. Das sind alles Dinge, die werden für mein Gefühl komplett übersehen. Die Psychosomatik, das bin ich ja schon gewohnt. Ja, also ich meine, es gibt jetzt Krankheit als Weg, Krankheit als Symbol, ja, für fast 40 Jahre. So in der Bevölkerung ist das ja auch angekommen. Aber da oben nicht. Ich wollte, die da oben würden eine evidenzbasierte Medizin machen. Das wäre ein Traum. Die machen großteils eine eminenzbasierte Medizin. Das ist ein scheußlicher Ausdruck von mir, aber irgendwie blieb mir gar nichts anderes übrig, als das mal so zu formulieren. Ja, da gelten Lehrmeinungen und Empfindlichkeiten. Dieser Professor Kockertz, der sagt es so direkt, warum stehen nicht mehr Ärzte auf dagegen? Naja, weil die jungen Forscher sich gar nicht trauen dürfen. Das ist ja ist besser als zu Semmelweis-Zeiten. Aber so viel besser ist es eben nicht. In Bayern sagt man das ganz einfach, wer zahlt, schafft an. Na, zahlen tut die Pharmaindustrie letztlich für die Forschung. Deswegen werden die Naturmittel nicht besonders untersucht, aber sie sind inzwischen doch ganz gut untersucht. Also beim Fasten, da wusste ich immer, die Religionsstifter sozusagen hinter uns, Fastenärzten. Und jetzt weiß ich aber auch jede Menge Schulmediziner hinter uns. Ja, die haben natürlich flugs die uralte Darmflora umgetauft in Mikrobiom. So wie sie die schamanistische Medizin in Psychoneuroimmunologie umgetauft haben. Und das machen sie natürlich gern so, einfach ein Zeichen von mangelndem Selbstbewusstsein. Aber egal, sie haben es ja dann doch gefunden, entdeckt, bin ich ja froh drum. Und von daher ist es natürlich schon so, dass heute das gar nicht mehr so einfach ist, auch mit dem Internet. Klar wird da schon ganz schön manipuliert bei YouTube und so weiter. Da wird dann die Staatsmeinung eingeblendet in so einem Vortrag und so, habe ich ja schon erlebt. Und das wird dann sehr nach unten gereiht und was alles. Die tun schon einiges, um da sozusagen Mainstream-konform zu sein. Aber andererseits muss ich sagen, auf Facebook kann ich ja diese Dinge auch noch posten. Und einfach mal zur Diskussion stellen.
Ich will auch gar nicht behaupten, dass ich das alles weiß. Überhaupt nicht. Wir wissen viel zu wenig. Das sagen ja auch alle, die da mit mehr Verstand rangehen. Wir wissen zu wenig. Das sind die meisten auf beiden Seiten. Wir wissen zu wenig. Aber da gibt es viele Dinge, denen wir nachgehen könnten, die einfach mal Epidemiologen wir untersuchen könnten. Ja, ich bin da auf so eine, war keine Heldentat, gebe ich auch zu, auf eine Info von der Daily Mail, dass da der oberste Mediziner des Landes gesagt hätte, alle Grippegeimpften können zur Hochrisikogruppe. Hat er auch so gesagt. Aber möglicherweise einfach nur, um alle denen klarzumachen, die jetzt hochrisikogefährdet sind. Effektiv wird in England allen über 65 die Grippeimpfung angeboten. Und das ließ sich ja so verstehen, als würde diese Grippeimpfung offensichtlich das Immunsystem so schwächen. Bei der Meningokokkenimpfung, die in diesen norditalienischen Orten durchgeführt wurde, also Bergamo, Brescia und so weiter, 35.000 solche Impfungen, da kann man, also weiß man von dieser Impfung, dass es der Lunge schadet und dass es die Atemfunktion stört und so weiter. Solchen Dingen müssten wir nachgehen. Warum sind in Italien so viele betroffen? Gibt es ja schon ein paar Hinweise. Ich meine, das hat sich jetzt auch rumgesprochen. Der Hauptpol der Umweltverschmutzung ist Norditalien in Europa und in Asien ist es China, die Großstädte dort. Und wäre ein Aspekt, einfach mal schauen. Ja, in Wuhan. Was sagst du zu 5G? Da kamen auch ein paar Fragen, ob das mit Italien zu tun hat. China und Italien haben ja schon sehr viele 5G-Masten. Ich kann das nicht sagen. Ich habe da keine Untersuchung dazu, ehrlich gesagt. Gefühlsmäßig bin ich gegen 5G. Also ich habe schon 4G nicht gemacht. Und hier in Tamanga auf unseren 11,5 Hektar wird da auch kein Mast aufgestellt, solange ich noch lebe. Das ist sicher. Ich mag diese Großversuche mit Menschen einfach nicht. Ich weiß nicht, irgendwie, in dem Land gab es doch mal die Nazi-Zeit. Da wurden schreckliche Dinge gemacht. Was werden denn jetzt für Dinge gemacht? Das sind Großversuche mit Menschen. Da gibt es keine Information dazu. Ich habe auch keine. Gefühlsmäßig bin ich dagegen, aber das sagt ja nun nicht sehr viel. Ich glaube eben, insofern bin ich auch der Daily Mirror, da unter Umständen aufgesessen. Ich weiß aus 40 Arztjahren, dass Impfungen Kinder schwächen, das Immunsystem schwächen. Und das wissen viele andere Ärzte, nebenbei gesagt auch Dr. Graf und so weiter. Naja, also insofern hätte mich das ja gar nicht gewundert, wenn die Grippeimpfung schwächen würde. Gerade für dieses Schutz vor Infektionen, Immunkraft stärkt, für dieses Buch habe ich diese Studie zitiert. Da hat man eine Gruppe von Kindern in zwei Gruppen unterteilt, randomisiert, dass sie vergleichbar sind. Eine Gruppe Grippe geimpft und die andere nicht. Und dann stellt man fest, dass die Geimpfte ein bisschen weniger von dieser Grippeinfektion haben, aber dafür viermal so viel andere Infektionen mit anderen Viren. Also wenn man sowas liest, und das ist jetzt wissenschaftlich belegt, deswegen leuchtete mir das schon ein. Ich habe das in der Praxis ewig erlebt. Diese Leute, die permanent Impfungen machen in jedem Alter, sind nicht fit, sondern ängstlich. Kommen wir wieder auf diese psychosomatische Ebene. Heute habe ich noch so einen Post reingestellt, was die Angst mit uns macht, wie man Angst begegnen kann. Das gehört jetzt den Verängstigten gesagt. Also man muss wirklich sagen, ganz gesunde Menschen sind einfach verzweifelt. Wir haben ja hier in Tamanga die Leute nicht einfach entlassen, sondern versucht, 5 haben wir überhaupt behalten und müssen, können wir nicht ewig, aber eine Zeit lang machen, andere Kurzarbeit und so weiter. Erzählt meine Großmutter, dass sie so heute schon zitterig war und so fertig, weil sie einfach ihre Kinder und ihre Enkel nicht mehr sehen darf. Ich habe sie beruhigt und habe gesagt, das ist auch vom Kanzler selbst so nicht gesagt. Familien dürfen ja. Aber es kommt heute so rüber. Wir dürfen nichts mehr. Da gibt es rührende Bilder, wo der Enkel und der Großvater dann die Hand so durch die Glasscheibe berühren. Naja, die dürften schon noch miteinander, selbst nach maximalen Isolationsvorgaben von ganz oben. Also wir müssen uns wirklich um die kümmern und dürfen uns da auch sorgen, die jetzt echt bedroht sind. Und das sind eine ganze Menge. Ja, das sind natürlich alle, die sowieso schon Lungenprobleme haben, Bronchitis, Asthma, damit die Raucher alle natürlich, COPD, chronisch obstruktive Pulmonary Disease, meistens eine Spätfolge vom Rauchen. Um die gehört sich jetzt gekümmert, die Hochdruckpatienten, ja, die, deren linke Herzkammer in der Regel schon starrer geworden ist, die Typ-2-Diabetes-Patienten, naja, ich habe sie schon,
habe sie schon erwähnt, Übergewicht. Da müssten wir dran, da müssen wir was machen. Und da ist so viel im Angebot. Wir machen ja von der Lebenswandelschule selbst einiges, Idealgewicht-Challenge, Online-Fasten, Detox-Woche und dort. Das kann man alles heute wunderbar machen. Ich meine, wenn man jetzt zu Hause sein muss, das heißt ja nicht, dass man zu Hause vor Angst zittern sollte, sondern da würde ich in dem Post, Facebook ist das drin, das kleine Angstritual machen, der Angst eine Zeit reservieren und ansonsten die Zeit auch nutzen, diese Enge in Weite zu wandeln und da dran zu gehen an diese Dinge. Ja, jetzt ist diese Zeit, sich das Rauchen abzugewöhnen. Ich habe das schon so oft begleiten dürfen. Es ist ja wirklich nicht die Welt. Es ist machbar. Man kann einen hohen Blutdruck runterkriegen. Und jetzt wäre die Zeit dafür. Und da geht es einem von Anfang an besser. Ja, beim Fasten können die ersten 2-3 Tage ein bisschen wackelig sein, aber das Immunsystem bleibt gleich stark. Auch wenn die Zahl der weißen Blutkörperchen ein bisschen zurückgeht. Das ist, weil die alten kaputten ausgemustert werden. Die Abwehrkraft ist viel, viel besser. Da gibt es sogar Tierversuche. Da kam eine Frage rein von einer Teilnehmerin, die wollte wissen, ist es denn jetzt nicht gefährlich, wenn ich jetzt faste und dann zum Arzt muss? Beim Fasten muss man nicht zum Arzt, da ist man ja gesünder als sonst. Also ich begleite jetzt über 40 Jahre Fastende und habe immer so gut 300 begleitet jedes Jahr. 20.000 hat mir jemand ausgerechnet. Aber seit ein paar Jahren, das weißt du ja zuerst, waren wir die Ersten, die das Online-Fasten angefangen haben. Und da habe ich Tausende begleitet. Und ja, gut, die haben mich als Arzt am Abend 1-1,5 Stunden für ihre Fragenbeantwortung und haben die ganzen Kursmaterialien tagsüber. Aber im Endeffekt brauchst du dort den Arzt eigentlich nicht. Und wir haben, wenn ich das zurückschaue und anschaue, diese Tausenden, am Anfang hatte ich da ja auch ziemlich Manschetten, weißt du noch, am Anfang wollte ich das, dass du es nicht so früh bewirbst, weil ich nicht über 100 Leute wollte. Ja, und dann waren es über, weiß nicht, 500 oder was, zu meinem Entsetzen. Aber das ging sehr gut. Inzwischen haben wir so eine Fragensammlung. Das bleibt ja alles im Netz erhalten. Ja, alphabetisch geordnet, du kannst antippen, zack, stehe ich Gewehr bei Fuß und erkläre dir, was da zu machen ist, was da los ist beim Fasten. Also, Fasten ist ketogener Stoffwechsel. Du hast schon am ersten Morgen, nach der ersten Nacht, hast du schon kein Glykogen mehr, keine Kohlenhydrate. Dann geht der Körper auf Fettstoffwechsel. Das ist manchmal ein bisschen unrund, bis er sich umgestellt hat. Aber dann ist das eine ideale Geschichte. Da hat der Neurologe David Perlmutter aus USA sogar festgestellt, dass das Hirn 25% besser funktioniert und das Herz sogar auch. Also gerade in so einer Zeit wäre Fasten ideal. Und du musst weniger zum Arzt, als wenn du einfach zu Hause verängstigt sitzt. Das kann man mal sicher sagen. Du musst nicht dich einstellen drauf, dass das was Krankes ist. Das ist bei uns passiert. Schwangerschaft, da ist die Frau normal gesünder, als wenn sie nicht schwanger ist. Dass wir da jetzt unbedingt immer einen Gynäkologen brauchen, der uns die Hand hält, das ist, mein Großvater war ja auch Arzt. Also wenn man das, der hat auch mal ein Buch geschrieben über Schwangerschaft. Mein Kind und du oder so hieß das. Naja, jedenfalls, die sind da ganz anders rangegangen und haben auch so den Frauen ein Bewusstsein gegeben. Und die haben ja auch dieses Selbstbewusstsein. Wenn eine Frau ist schwanger, das ist doch, wie geht, ein Bild der Kraft. Das verschreckt ja auch manche Männer ganz schön. Und die sind natürlich hormonell gut drauf und geschützt. Haben wir auch in die Krankenhäuser sozusagen verlegt. Fasten gehört gar nicht in Krankenhäuser, auch nicht in Sanatorien für mein Gefühl. Und Gott sei Dank gibt es ein paar wie Buchinger Sanatorien. Wenn jemand richtig schwer krank ist, kann er da hingehen, idealerweise. Ja, also wenn du jetzt richtig COPD hast und so weiter, dann ist das jetzt auch nicht eine Situation fürs Online-Fasten. Und selbst das, ich höre das ja aus den Meldungen vom Netz, haben ja schon einige gemacht mit gutem Erfolg. Ja, es haben ja bei uns in diesen Online-Geschichten schon Leute ihr Rheuma dran gegeben, ihren Hochdruck, ohne dass ich da irgendwie ärztlich eingegriffen hätte. Die haben vielleicht mal eine Frage gestellt, ich abends beantwortet habe, aber im Endeffekt nicht aus sowas Natürlichem wie Fasten. Das war früher, ist denen das Essen ausgegangen, haben die natürlich gefastet. Und die Christen haben da geschickterweise ihre Fastenzeit hingelegt. Ansonsten ist das was sehr Natürliches, was wir mitgebracht haben. Wir können fasten, was wir nicht können, womit wir nicht gut umgehen können, ist dieses unglaubliche Luxusessen, diese unglaublichen Kalorienbomben. Wir schauen ja auch entsprechend aus. Ja gut, wer so ein bisschen Angst noch davor hat, vom Fasten,
Der kann ja auch vorher schon mal mit einer Detox-Woche starten und ist damit natürlich bestens vorbereitet auf eine Fastenwoche. Das zeigen ja auch die Erfahrungen der letzten Jahre, dass wenn man zuerst Detox macht, man es beim Fasten viel leichter hat. In diesem Körper-Geist-Seele-Detox, wie das bei uns natürlich ist und heißt, da ist ja schon Kurzzeitfasten die Woche angesagt. Es sind ja nur 2 Mahlzeiten und die sind ja auch schon pflanzlich. Da beginnt schon die Entgiftung. Da kannst du auch aufhören, schon Kaffee zu trinken. Nicht, weil ich Kaffee für so schädlich halte. Aber wenn du dann im Fasten nicht mehr trinkst, was notwendig wäre, dann gibt es halt auch noch einen Koffeinentzug, kann es Kopfschmerzen geben und so Sachen. Die kannst du alle schon davor verlegen und kannst natürlich den Organismus wunderbar vorbereiten. Nächste Frage wäre, angeblich sind die Menschen, die den Virus symptomlos verbreiten, so gefährlich. Doch wenn Symptome wie Husten und Niesen fehlen, wie kann es dann zu Übertragungen kommen? Dann gibt es ja keine Tröpfcheninfektion, oder? Ja, die Tröpfcheninfektion, die würde schon passieren, wenn er einfach wie früher, Bussi hier, Bussi da, das würde ja schon reichen. Und natürlich, wenn du nicht hustest und nicht niest, dann ist die Tröpfcheninfektion geringer, aber die ist natürlich trotzdem noch möglich. Aber ich möchte auch dazu, so als Autor von Schattenprinzip, eine andere Seite sagen. Wir sollen jetzt uns überhaupt nicht berühren, damit wir die Kurve abmildern, das ist ja das Thema. Aber andererseits, die von uns, die längst infiziert sind, sind ja eben schon Teil der immunen Herde sozusagen. Und die wird uns zum Schluss auch retten, die muss uns retten, das ist immer so. Es sind ja immer die gleichen Abläufe bei solchen Seuchen und so weiter. Also das wird ja auch schon verglichen mit der spanischen Grippe, was überhaupt nicht angemessen ist, weil die spanische Grippe junge Leute betroffen hat. Ja, bei dem Interview mit dem Dr. Bircher, dem Urenkel von Bircher Benner, dem berühmten Arzt, wird das so schön deutlich. Der Bircher Benner, der hat in seiner Klinik sofort lauter junge Soldaten gehabt. Das war so bei der spanischen Grippe. Und er hat keinen einzigen verloren. Er hat das mit Überwärmungsbädern gemacht. Aus der alten Logik heraus, kein Virus übersteht Temperaturen über 40 Grad. Naja, aber ganz interessant von diesem alten Arzt, so seine Erfahrungen mit seinem berühmten Urgroßvater da in der Therapie zu hören. Also im Endeffekt ist relativ viel auch Hoffnungsvolles doch angesagt. Es gibt auch ein Video mit dem Dr. Bircher, ne? Genau. Von QS24. Genau, das habe ich auch gepostet. Ja, da bin ja. Ich auch viel bei diesem Sender. Aber die lassen einen wirklich noch, wie früher bei uns übrigens auch üblich war, frei mal einen Gedanken formulieren. Ja, das ist, ja, habe ich schon lange nicht mehr im öffentlich-rechtlichen, unrechtlichen erlebt. Da wäre ich schon gar nicht mehr eingeladen, weil die schon damit rechnen müssen, dass sie dann einfach mal sage, was ich meine. Was bedeutet Covid-19 für den Einzelnen und der gesamten Menschheit aus Sicht von Krankheit als Symbol? Ja, damit habe ich mich ja sehr zurückgehalten jetzt, weil ich ja schon genug beschimpft werde für das, was ich so sage, nur aus diesem körperlichen Abwehrsteigernbereich heraus. Aber wenn gefragt wird, ich werde es ja auch oft gefragt, schau, wenn du hustest, ja, man sagt es ja auch so, jemand etwas husten. Oder mach mal so einen Hustenstoß, schau mal hin. Ja, also da wird Energie aufgebaut und dann explodiert die nach draußen. Man sagt ja Hustenstoß, Staccato-Husten, Hustensalven. Also da ist Aggression dabei. Also besser wäre natürlich jetzt wieder im Sinne von Krankheit als Symbol gedacht, wenn du auf der verbalen Ebene den in deiner Umgebung, mit denen du Zoff hast, mit denen Aggressionen auszutauschen wären, die Stirn bietest, sie konfrontierst, ihn was hustest, im Sinne von ihm die Meinung sagst, dann bist du weniger empfänglich für diesen trockenen Reizhusten. Da sträuben sich natürlich denjenigen, die in diesen Bereich nicht hineindenken wollen können, die Haare. Aber diese Erfahrung habe ich seit über 40 Jahren, dieses Buch Krankheit ist Symbol, steht ja in so vielen, gar nicht Wohnzimmern, sondern Küchen oft, weil da dann auch immer gleich nachgeschlagen wird. Und das hat sich sowas von bewährt, über, ich weiß nicht, 28 Auflagen, Hunderttausende. So, es ist einfach so. Jetzt schauen wir uns mal die härteste Komplikation an, die Lungenentzündung. Dass die Lunge ein Austauschorgan ist, das bestreitet niemand. Wir atmen im Kreislauf mit der grünen Vegetation. Das, was wir an CO2 ausatmen, das brauchen die Pflanzen. Und die machen O2 Sauerstoff daraus, den wir wieder aufnehmen. Also ein Kreislauf. Und Austauschorgan. Wenn ich jetzt hier erzähle,
spreche, dann auch dadurch, dass ich meinen Ausatemstrom moduliere. Ja, so funktioniert das. Also da ist das Thema Kommunikation im Hintergrund, Austausch. Und jede Entzündung ist ein Konflikt. Da kämpft Immunsystem, deswegen müssen wir es stärken für mein Gefühl, die Immunkraft, kämpft Immunsystem gegen Erreger. Ob das Viren, Bakterien, Rickettsien, Chlamydien oder Pilze sind, egal. Ja, da ist ein Kampf sozusagen in den Körper gesunken. Es wäre besser, wir kämpfen unsere Kämpfe, indem wir Streitkultur entwickeln aus. Ja, indem wir uns auseinandersetzen. Deswegen, ich poste manchmal auch Dinge, wo ich gar nicht 100% dieser Meinung bin, aber um es einfach mal darzustellen, wirst du trotzdem dafür beschimpft, weil ja einfach ein kleiner Teil ja gar nicht lesen kann, offensichtlich auf Facebook. Oder die Bedeutung von Anführungszeichen nicht versteht oder einen Doppelpunkt nicht deuten kann. Ich weiß gar nicht, was da zum Teil sehr wirklich schwere Beeinträchtigungen bei einigen. Die beschimpfen dich für die offiziellen Zahlen einer Regierung oder so, als hättest du sie gemacht. Naja, muss man sich offensichtlich auch dran gewöhnen an solche Dinge. Also wir könnten anfangen, diese Dinge zu lesen. Lungenentzündung ist also ein Kommunikationskonflikt, der im Bewusstsein nicht ausgetragen wurde und deswegen auf die Körperebene sinkt. Das ist bei diesen Deutungen immer der Fall. Ja, wir können, und das ist unsere Aufgabe in der christlichen Kultur, heißt so, ihr nicht umkehrt und wieder werdet wie die Kinder, das Himmelreich Gottes könnt ihr nicht erlangen. So, also wieder werden wie die Kinder, ist eine Aufgabe, kann man ignorieren. Aber das ist damit als Thema nicht aus der Welt. Wenn wir nicht umkehren und wieder werden wie die Kinder, werden wir kindisch. Und das nennen wir Morbus Alzheimer. Und es wäre viel besser, das innere Kind zu beleben, die staunenden Augen des kleinen Prinzen über dieses Wunder der Welt zu leben, als kindisch zu werden. Das wäre die psychosomatische Komponente. Klar, bei Alzheimer in diesem Buch Altern als Geschenk, da danke ich übrigens dem ORF für die Steilvorlage. Ich hätte es nicht geschrieben, wenn die nicht so eine abenteuerlich falsche Sendung zu Alzheimer gemacht hätten. Da ist nichts zu machen. Und das, wo wir so eine Studie wie Dale Bredesen kennen, wo der von 10 Alzheimer-Patienten verschiedenen Grades 9 wieder gesund macht, mit Lebensstilveränderung und den einen nur deutlich besser. So, naja, also generell ist es das Thema. Entweder wir machen unser Herz groß und weit und offen, in diesem Sinne, wie Christus uns es ans Herz gelegt hat. Und wenn wir das nicht wollen, dann geht es halt physisch in die Größe, in die Breite. Das nennen wir Herzinsuffizienz. Radiologen, Kardiologen sprechen vom ausgelatschten Herz. Also viel zu groß, aber physisch zu groß, das ist gefährlich. Seelisch kann es nicht groß und weit genug werden. Wachstum gehört ein ganzes Leben lang dazu. Und dort, wo es einfach nicht mehr gelebt wird, dann sinkt es wieder in den Körper, dann ist Tumorwachstum. Und Tumor ist erstmal nur Schwellung, kann auch benign, also gutartig sein. Aber könnte auch eben bösartiges Wachstum sein. Also wäre eine sinnvolle Vorbeugung da, stimmt das Wort, wäre auf übertragenen Ebenen, geistig, seelisch, sogar spirituell zu wachsen, statt es in den Körper sinken zu lassen. Aggressionen auszudrücken, jemandem was zu husten, statt zu husten. Seine Kommunikationskonflikte auszutragen, statt sie sinken zu lassen auf die Körperebene. Und insofern, also wenn es sehr weit unter der Gürtellinie ist, dann tue ich auch mal jemanden löschen bei Facebook seit neuestem. Also eigentlich seit der Corona-Geschichte, wenn man das dann doch zu arg ist. Aber ansonsten lasse ich die ja sich auskotzen. Die brauchen das ja offensichtlich. Und entlarven sich ja selbst in der Regel. Da muss man ja, wenn jemand, der so daneben ist, das kenne ich schon von dem Auseinandersetzen mit den Skeptikern, die muss man eigentlich nur reden lassen. Die entlarven sich dann schon. Da brauchen wir gar nicht groß widersprechen. Da habe ich Erfahrung damit. Also diesbezüglich müssen wir, würde ich ja raten, einfach die Ruhe bewahren und sehen, dass wir Kommunikationskonflikte haben. Ja, also sieht es an einfachen Dingen. Der österreichische Kanzler hat es auf seine Art irgendwie so rübergebracht, hat österreichisch. Das ist ganz gut angekommen, grob gesagt. Das ist, wenn Mutti Merkel das so, es ist ernst. Naja, es ist ganz ernst, die Angstmache, es ist ganz ernst, dass nicht gesagt wird, was da helfen würde. Ja. Nur Schulmedizin, da sind sie jetzt fixiert. Also da gibt es dann irgendwie jetzt so die Hoffnungs-Solidarity-Gruppe, die jetzt unbedingt aus irgendwelchen alten Medikamenten was zusammenbastelt. Erinnert euch an Tamiflu.
Das fällt mir immer zuerst ein, wenn ich höre, wie die jetzt schon forschen und so weiter. Naja, ich bin da einfach offen, aber auch sehr kritisch und skeptisch. Das ist wirklich ernst, was sie da machen. Ja, und dass sie den echt Betroffenen überhaupt keine Hilfe angedeihen lassen. Ja, da gibt es ja so viel. Das ist ja nicht irgendwie das Neueste. Also, dass man das Rauchen mal wieder aufhören kann, zum Beispiel. Dass man den Übergewicht da wieder abbauen kann. Und natürlich wäre es immer am besten, wenn wir die Psychosomatik im Vordergrund sehen würden. Ja, wäre jetzt eine gute Zeit, Kommunikationskonflikte zu lösen. Ja, sich auch mal die Meinung zu sagen. Nicht in dieser ausagierenden Weise, dass man einfach nur Nörgel tritt und tritt, wo man glaubt, man könnte noch jemanden treffen. Sondern, dass man wirklich die Dinge konfrontiert. Das, was ansteht im eigenen Leben. Seine eigenen gute Zeit jetzt, wenn man auch nach Hause geschickt wird und da ja Ruhe hat. Einfach mal seine eigenen Begabungen, seine Gaben finden und dann sich was suchen, wo man die auch geben kann, weil das ist das, was uns glücklich macht. Die eigenen Begabungen, die Gaben da drin zu sehen und die wieder zu geben, da löst sich vieles. Also da gibt es doch eine ganze Menge wunderbare Möglichkeiten. Und die Krankheitsbilderdeutung, wen das interessiert, würde ich raten. Also Krankheit als Symbol, da kann man all die Symptome finden. Schaust erst nach bei Lunge. Dann kommst du auf diese Kommunikationsgeschichte, dann schaust du nach bei Entzündung im zweiten Teil des Buches und dann schaust du bei Lungenentzündung und dann kommst du zu diesen Deutungen. Ganz gut wären auch die ersten 80 Seiten, knapp 80 Seiten zu lesen. Da ist die Philosophie eben dargestellt, die, auf der das ruht. Ja, das wird auch jetzt so sein. Das hat, müssen wir eigentlich schon wissen. Einstein hat schon gesagt, auf der Problemebene finden wir keine Lösung. Paul Watzlawick, unser wunderbarer Philosoph, und auch wunderbarer Therapeut, ich durfte ihn auch kennenlernen. Paul Watzlawick hat gesagt, immer mehr vom Selben ist keine Lösung. Oh, was macht unsere Politik? Immer mehr vom Selben. Und am schönsten hat es Platon gesagt, finde ich, der sagte hinter jedem Ding ist eine Idee. Wir müssen auf diese Ideenebene ruhig runter und dann sehen wir eben, die Kommunikation ist hinter der Lunge. Hinter der Lungenentzündung ist ein Kommunikationskonflikt, der nie ausgesprochen wurde. Der kommt jetzt raus. Gehört jeder Mensch im Rentenalter automatisch zur Risikogruppe? Nein. Alleine durch das Alter oder gibt es da Differenzierungen? Mein Mann und ich sind beide 71, haben keinerlei Erkrankungen und sind fit und jugendlich. Auch das Immunsystem ist okay. Durch die Berichterstattung der letzten Wochen kommen wir uns aber vor wie potenzielle Todeskandidaten. Ja, das ist das, was ich auch beklage, was einfach unmöglich ist. Ich gratuliere euch. Ja, also das biologische Alter zählt. Das, ich meine, das weiß doch jeder Arzt, jeder Mediziner sogar auch. Das biologische Alter ist entscheidend. Also ich fühle mich jetzt auch nicht wie 69, bin ich ja schon höchst gefährdet. Also das stimmt eben einfach so nicht. Da bestehe ich schon auf diesem Titel, das Alter als Geschenk. Dazu kann man das auch machen. Das kann eine schöne Zeit sein, wo du dich mehr um die Dinge kümmerst, die deiner Seele wirklich ein Anliegen sind, die dir wichtig sind und so weiter. Also hört euch das einfach gar nicht mehr an, dieses ganze Panikgedönse, was sie da ablassen. Haltet euch an die Regeln. Ja? Man muss ja nicht dauernd abbusseln bei jeder Gelegenheit. Das ist auch, ein Politiker, seit Politiker sich nicht mehr busseln, wie im Ostblock früher, ist doch ästhetisch ein echter Gewinn. Ich vergesse ja nie den Kuss, den der Gorbatschow dem Honecker gegeben hat, wie er ihm dann einfach mal die Welt erklärt hat. So, da kommt der berühmte Spruch. Wer zu spät kommt, den bestraft die Geschichte oder das Leben. Naja, wie auch immer. Also ein paar so Dinge können wir ja wirklich auch sein lassen. Und da ist ja nichts verloren. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel verbeugen in diesem Sinne, katholisches Gebet oder Namaste, für denen das leichter fällt, ist ja völlig okay. Kommt ein anderes Ritual, eine andere Achtsamkeit da rein, würde ich sehr empfehlen. Und einfach mal umformulieren. Die Süddeutsche schreibt natürlich Bericht aus der Gefangenschaft. Das passt zu dem Horror-Tenor. Und offiziell heißt die Quarantäne. Wie wäre es denn, Retreat zu sagen? Das empfehle ich euch. Wir haben jetzt Retreat. Also Partnerin und ich und noch ein paar Mitarbeiter sind ja jetzt sozusagen eingeschlossen in Damanga. Es ist keine Zumutung, muss man sagen. Ne? Also 11 Hektar Bioland, Wald dabei und Bach und schön. Also wir sind hier sozusagen im Retreat. Wir meditieren alle mehr und ich benutze die eigenen Gerätschaften. Wir gehen in die Biosauna, auf eine Infrarotsauna, auf die Kabine und ich mache die Meditation, ich bin auf den Brainlight-Sessel und so weiter. Da habe ich ja sonst gar nie Zeit und dann sind auch immer Gäste drauf, sozusagen. Also
es ist auch für uns eine Herausforderung. Wir wissen nicht, wie lange wir das so durchhalten. Aber jetzt hier, im Hier und Jetzt, nutzt es einfach, um euch nach innen zu wenden. Ja, es ist eine wunderbare Zeit, die Abende wieder zu Feierabenden zu machen. Bloß nicht Fernsehen. Ne? Fernsehen, Michael Nehl zitiert eine Studie. Jede Stunde regelmäßiges Fernsehen erhöht deine Alzheimer-Wahrscheinlichkeit um 34%. Tu das nicht, muss ich als Arzt sagen. Ja, aber du kannst natürlich sehr gute Filme schauen. Und ja, einfach die Zeitserie würde ich dir als erstes empfehlen, so wie es in Hollywood-Therapie drin ist, relativ vorn. 9 Filme, wenn du die 9 Abende, jeden Abend einen Film zur Zeit anschaust. Und nicht gleich About Time, das ist der Höhepunkt. Am Anfang, sondern am Schluss. Dann kriegst du so viele Möglichkeiten an die Hand, bis zu genialen psychotherapeutischen Ansätzen, dass dein Zeitverständnis nicht mehr dasselbe ist. Ja, und da sind noch nicht mal alle Filme dabei. Also ich meine, Murmeltiertag und so ist auch ein Film über die Zeit. Also in Hollywood-Therapie findest du 135 Filme, die deine Seele erheben. Die sie wunderbar vorbereiten am Abend, dass das wieder abenteuerlich wird und dass du gut rüberkommst in die Seelenbilderwelten der Traumreiche. Und dann hast du schon deinen ganzen weiblichen Pol an Bord geholt. Ja, der Abend und die Nacht zusammen ist ja die eine Hälfte, die Yin-Hälfte des Tages. Das färbt dann auch ab auf die Yang-Hälfte, die Sonne am Himmel steht. Naja, so viele Möglichkeiten. Wenn da keine Sonne am Himmel steht, würde ich auch raten, nimm Vitamin D, ehrlich gesagt. Das hat sich Professor Spitz und so weiter. Aber da gibt es schon so viele Hinweise dafür, dass wir es nicht nur an den Knochenrezeptoren für Vitamin D haben, sondern überall. Naja, macht's Beste draus. Das ist ja auch ein Immunsystem-Thema. Ne? Wenn ich zu Vitamin D-Mangel habe, schwächt das Immunsystem, richtig? Ah, jeder Mangel schwächt natürlich das ganze System, muss man sagen. Ja? Du brauchst auch genug Omega-3 und auch das richtige EPA und DHA und so weiter. Ja? Also da könnte man jetzt, wenn wir da anfangen, also könnt ihr euch dann das Schutz vor Infektionen, ja, nehmen. Das ist, da gibt es viele, viele Dinge. Ja, das Körper ist ja ein Ganzes. Und wenn an einem Teil, an einem Punkt was fehlt, dann läuft das Ganze ein Stück unrund. Also da dem einen fehlt dann Coenzym 10 und dem anderen halt Omega-3 und jemand anderem dann Vitamin D. Wir sind immer so stark wie das schwächste Glied. Also da wäre ich immer dafür, dass man vorher auch jemanden mal schauen lässt, der sich auskennt von den Symptomen her oder auch mal einen Bluttest macht. Sehr möglich. Warum erkranken so viele Menschen weltweit? Ist das ein anschauliches Zeichen dafür, in welch schlechtem gesundheitlichen Zustand der Mensch allgemein ist, wie schwach sein Immunsystem letztlich ist und wie viele infizieren sich dabei geschätzt einfach aus reiner Angst? Jetzt, glaube ich, infizieren sich, weil ihr Immunsystem so unterdrückt wird von diesem Spahnsinn, der da verbreitet wird von der Regierung und von dem Dauerfeuer der Medien. Heute das erste Mal in der Süddeutschen ein konstruktiver Artikel über die Hauptproblemfälle. Sozusagen das erste Mal werde ich morgen mal verbreiten. Also habe ich schon oft verbreitet, aber es ist ja schön, dass mal ein Mainstream-Medium da auch drauf kommt. Also wir haben wirklich eine Situation, wo man sagen muss, und das sagen eigentlich alle, auch die vom Robert-Koch-Institut müssen das zugeben. Es sterben gar nicht mehr Leute als sonst. Es sterben derweil noch weniger. Das klingt, ich weiß, da geht ja die Wände hoch. Das klingt so zynisch. Und jeder Gestorbene, und denen ist es natürlich extrem schlimm für die Angehörigen und furchtbar. Was ich weiß, ist es für den, der geht, der Moment der Lösung, ja gar nicht so furchtbar, wenn man Elisabeth Kübler-Ross liest oder Raimund Moody, die beiden Psychiater. Aber egal. Es sterben, wenn man die Statistiken anschaut, bisher nicht mehr als sonst. Und wir sind meilenweit weg von dem, was in der Grippesaison 2017-18 passiert ist. Und spanische Grippe sollte man ganz rauslassen, das ist ganz eine andere Geschichte. Und das müsst ihr jetzt nicht von mir haben, das könnt ihr natürlich genauso bei den Leuten, die ich da gepostet habe, Professoren, Leute, die jetzt wirklich Immunologie studiert haben noch, das habe ich ja nicht. Ich bin mit meinem ganz normalen ärztlichen Hausverstand unterwegs und der Krankheitsbilder, Deutung und der Naturheilkunde. Aber selbst mit denen muss ich schon sagen, ich verstehe sehr wohl, was der deutsche Ärztepräsident meint, was der Weltärztepräsident meint. Und die sind auch keine dummen Leute, die sind ja auch getragen von Sorge in dieser Situation. Wenn die sich so ganz anders äußern,
Würde ich da einfach auch mal drauf hören. Das ist auch ein Aspekt. Ja, und es ist so viel schlimmer, einfach wenn man mal so fragt, wenn Menschen an einem Virus sterben, nehmen wir mal an, es würden noch so viel mehr sterben, als sich umbringen aus Verzweiflung, weil eine Wirtschaft komplett ruiniert ist. Es sind so Wertungen, die möchte ich gar nicht machen müssen. Ich verstehe auch, dass die Ärzte furchtbar Respekt haben vor dieser Triage-Geschichte, dass man jemandem nicht mehr die Behandlung geben kann, die er braucht. Aber bitte, das tun wir ständig, ehrlich gesagt. Ja, also normal sind die Intensivstationen ziemlich voll. In der Zeit, wo ich damit zu tun hatte, Kliniken waren die voll. Wenn dann der Hubschrauber von der Autobahn Salzburg kommt und hat da zwei Schwerstverletzte mit 40er drin, dann funkt er die schon an. Aber wenn das Abend ist von dem Sonntag und dieser Verkehrsstau da und diese Raserei vorbei ist, dann findet er unter Umständen keinen Platz für die beiden. Was macht denn der Pilot dann und der Notarzt da drin? Der funkt das nächste an und sagt, also Bogenhausen, wir landen in 8 Minuten auf eurem Dach. Dann sagen die schon, nein, nein, das geht nicht. Sagen die, doch, wir landen. Alle zu, wir landen bei euch. Und dann, was machen denn die Kollegen? Das ist auch wirklich eine unheimliche Belastung. Die werden schauen, dass sie auf der Intensivstation für die zwei 45-Jährigen oder 40-Jährigen oder was immer doch noch eine Möglichkeit bekommen. Und wenn sie dort jemanden haben, der 88 ist und Krebs hat in einem aussichtlosen Zustand, dann werden sie unter Umständen das Bett freimachen, die Angehörigen verständigen. Das passiert einfach. Schrecklicher Gedanke, wir reden da nicht gerne drüber. Ist auch nicht schön, drüber zu reden, aber es ist ja nicht so, dass wir für alle Eventualitäten immer genug Kapazitäten haben. Das geht gar nicht. Überlegt einfach mal, wenn du jetzt in München auf der Straße zusammenbrichst, ist, glaube ich, in 7 Minuten der Notarzt da. Wenn du das gerechterweise für die ganze Republik machen willst, also auch im fernsten Niederbayern, soll der Notarzt in 7 Minuten da sein, dann ist es eine völlig unbezahlbare Geschichte. Da brauchst du unendlich viele Hubschrauber und schaffst es trotzdem nicht. Also, ihr merkt es doch, wenn der Strauß, Franz Josef Strauß, der Chef von Bayern und der CSU, wenn der irgendwo in Regensburg verunfallt oder zusammenbricht, was machen die dann? Die fliegen die Geräte einer Münchner Intensivstation aus. Die holen die Professoren aus München. Was sagt denn das? Offensichtlich ist das in Regensburg, was auch ein Erstversorgungsstufenkrankenhaus ist, nicht gut genug für einen Ministerpräsidenten. Wir haben sowieso in der Medizin diese Probleme. Müssen nicht jetzt tun, als seien sie das erste Mal da. Und ich würde ja auch alles vermeiden, was in diese Richtung geht. Deswegen, ich rede ja gar nicht gegen diese Maßnahmen. Nutzt es halt nur positiv. Geht ins Retreat, geht nach innen, macht mehr Meditation. Wenn ihr Lust habt, wenn es klappt, habe ich euch gesprochen, eine Meditation im Anschluss, wo man das ganz schön mal so eine Einführung erleben kann. Ja, die Seele mit an Bord zu nehmen, ja, so eine Weite in einem zu schaffen, wo die Angst, die Enge keinen so einen Platz hat. Einfache Dinge. Wir müssten auch viel tun in der Situation. Ich will euch da gar nicht von abbringen, es schadet niemandem, mal nach innen zu gehen. Und da werdet ihr viel finden, innen. Das ist nicht so, ich liebe ja Karl Valentin, der mal gesagt, ich bin da nach innen gegangen, war auch nichts los. Also das wird bei euch nicht der Fall sein, das kann ich euch sagen. Ich mache 40 Jahre Zen-Meditation, da ist so viel los innen, so viel Gedanken und ich versuche die loszuwerden natürlich schon seit über 40 Jahren, aber es geht nicht so einfach. Der Körper sitzt manierlich, da du schaust von außen aus wie als wärst du schon befreit und fertig. Die Emotionen bist du auch schnell mal schon lange losgeworden, die dann auftauchen. Gefühle, das geht auch, dauert länger. Aber das Theater der Gedanken, die Zen-Leute sagen, die Affen tanzen auf dem Baum, die Vipassana-Leute kennen das genauso, die haben nur die Augen zu, wenn wir sie leicht offen haben. Naja, also da ist viel los in uns, spannende Geschichte. Gibt doch heute auch schon diese Witze, ich meine, ja, was ist so verkehrt dran, auch da über Witze zu machen. Ja, also, halt jetzt 2 Meter Abstand zu meiner Frau. Die ist ja richtig hübsch, meldete einer. Hat er scheinbar übersehen in letzter Zeit. Und das Beste, was ich jetzt gesehen habe, es ist schon ein bisschen, muss ich aber dazu sagen, aus einem österreichischen Kirchenchor. Kirchenchor, aus dem Chat. Die Frage,
Erinnerst du eigentlich die Orgien, die die früher gefeiert haben, wenn sie die Pest überstanden haben? Zweitens, ist da schon was geplant? Das ist so ein Galgenhumor, aber immerhin wäre es natürlich schon auch ganz schön, nochmal zu lächeln, zu schmunzeln und auf uns zu schauen. Ich meine, es ist doch wunderbar, die deutsche Kanzlerin ruft jetzt zur Eigenverantwortung auf, dass ich sowas noch erleben darf. Zur Achtsamkeit. Englisch Mindfulness, wissenschaftlich untersucht. Enorm günstig, wenn ihr Mindfulness-Meditation macht, nach Jon Kabat-Zinn. Aber ihr könnt die auch hier machen. Eure Mantren wie Basana oder was für eine Meditation. Das ist einfach hilfreich, wenn du nach innen gehen willst. Deine gute Gelegenheit. Mich würde interessieren, ob Rüdiger die Entstehung der Pandemie medizinisch prinzipiell nachvollziehen kann. Oder ob er auch Verschwörungstheorien nicht ausschließt, dass jemand oder etwas dieses Virus absichtlich in die Menschheit losgelassen hat. Oder holt sich hier Mutter Erde jetzt vehement zurück, was ihr die vielen Väterstaaten über Jahrhunderte genommen haben? Das kann ich nicht beantworten. Das ist eine Frage, die muss an höhere Instanz richten. Ich will mich auch da gar nicht verwickeln. Mit der ganzen Verschwörungstheorie-Geschichte, ich werde ja oft auch so genannt, Verschwörungstheoretiker. Ehrlich gesagt, bei mir geht es nicht sehr weit. Also ich habe das Pech gehabt, 2001, 9/11, bei BBC das Ganze anzuschauen. Und dann höre ich doch eine halbe Stunde, bevor der dritte Turm eingestürzt ist, die Nachricht, dass er eingestürzt ist. Hinter der Redakteurin sieht man ihn übrigens noch sogar. Na gut, dann bin ich froh. Eine Viertelstunde später wird gesagt, es war eine Fehlmeldung von Reuters. Der ist nicht eingestürzt. Aber eine weitere, ich weiß nicht, 20 Minuten später kommt die Nachricht, jetzt ist er eingestürzt. Das ist so ein Punkt, wo ich nicht sage, was da los war. Das weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass es nicht so war, wie die es gemeldet haben. Da ist was falsch. Ja, wenn du mir einen OP-Bericht gibst als Arzt, bevor der Patient aufgeschnitten wurde, weiß ich, jetzt stimmt was nicht. So, es ist so, ich war immer ein Träumer, habe viel so am Himmel geschaut, den Wolken dazu geschaut, mache jetzt noch gern. Und da gab es früher auch schon Kondensstreifen, ist gar keine Frage. Heute bleiben die ewig, das sehe ich ja. Aber ich mache da keine Theorie draus. Wenn ein ZDF-Wetterfrosch sagt, es seien von amerikanischen Flugzeugen künstliche Wolken, bin ich erstaunt. Der Mann hat auch nie mehr einen Wetterbericht angesagt danach, so viel ich weiß. Aber ich mache da gar nicht mehr draus. Ich deute das nicht, das kann ich nicht, dazu weiß ich nicht genug. Klar, wenn ich einen Obduktionsbericht sehe, da kommt dann raus, ein Mann aus drei Seiten erschossen. Und danach höre ich, das ist der Obduktionsbericht von John F. Kennedy, der erste. Muss ich sagen, okay, dann kann das im Warren Report heute nicht stimmen mit dem Einzeltäter Lee Harvey Oswald. Wenn ich dann noch höre, dass der ja auch ganz schnell von einem auf den Tod kranken, verschuldeten Barclubbesitzer namens, wie hieß denn der, weiß ich gar nicht mehr, Jack Ruby, erschossen wurde. Und der Jack Ruby ist gleich danach gestorben. Dann denke ich mir schon, irgendwas durchschaue ich da nicht. Da läuft was ganz eigenartig. Das kann jetzt bei diesem Ganzen natürlich auch hochkommen. Man muss natürlich auch denken, solche Sachen entstehen, weil die Leute gelernt haben, den oberen Instanzen nicht mehr zu glauben. Also ich merke ja durch meine Seminare und Vorträge in den neuen Bundesländern, dass die Tendenz zu Verschwörungstheorien dort viel höher ist als bei uns im Westen oder in Österreich, Schweiz. Ich glaube, das liegt daran, die haben über die Jahrzehnte der kommunistischen Diktatur einfach gelernt, der Obrigkeit überhaupt nicht mehr zu glauben. Verstehe ich. Und dann entwickelt man schneller solche Theorien. Das ist dasselbe bei uns, ehrlich gesagt. Nach Vogelgrippe und Schweinegrippe haben so viele Menschen, und Tamiflu-Desaster, so viele Menschen bei uns gelernt, der WHO nicht mehr zu glauben. Jetzt weiß man auch noch, welche Sponsoren dahinter stehen und so weiter. Und dann ja, dann gibt es schnell Verschwörungstheorien. Das ist natürlich so. Ja, wenn du einfach merkst, dass diese Mainstream-Medien und die öffentlich-unrechtlichen permanent alles Komplementärmedizinische niedermachen, glaubst du ihnen da nicht mehr. Alles Spirituelle wird auch niedergemacht, sind sie da inkompetent. Wenn sie nur noch NATO-Hofberichterstattung bieten,
denkst du halt auch, okay, das ist ja ganz eigenartig. Also so als Mensch, der auch viele Paartherapien gemacht hat, wenn der einer behauptet, der andere ist an allem schuld und er an gar nichts, dann muss ich sagen, okay, das erinnert mich an die Geschichte mit Putin. Der ist immer an allem schuld. Ich meine, ich möchte keinesfalls unter dem in Russland leben. Dazu verschwinden mir viel zu viele Journalisten und so weiter. Aber es ist sehr auffällig, wenn etwas so eine Einseitigkeit bekommt, das interessiert die Leute nicht mehr. Und sie glauben dem dann nicht mehr. Ja, aber ich will da gar nicht in die Theorie einsteigen. Ich weiß zu wenig darüber. Ja, also ich weiß, der Ausdruck Verschwörungstheorie stammt vom CIA, ist erfunden worden, um die Geschichte um den Kennedy-Mord nicht so ausufern zu lassen. Der Bericht war einfach falsch. Das haben die Leute dann auch gemerkt. So, und dann hat man diese ganzen anderen Theorien als Verschwörungstheorie gebrandmarkt. Von dem dritten eingestürzten Turm wissen in den USA die meisten Leute nicht. Erstaunlich. So, der BBC hat das sozusagen verbrochen. Also ein öffentlich, großer öffentlich-rechtlicher Sender. Verbinde mich mit Daniele Ganser, dem Schweizer Friedensforscher. Der hat auch bei BBC geschaut. Und dann geht es für einen Historiker erst recht nicht. Wenn die Nachricht vor dem Ereignis kommt, dann stimmt was nicht. Das kann ich sicher sagen. Darüber hinaus kann ich sagen. Ist man mit als Lupus-Patientin, gehört man damit zur Risikogruppe für Corona? Also Lupus erythematodes, das ist eine Immunkrankheit, Autoimmunerkrankung. Also da hat man schon ein Problem mit dem Immunsystem. Ich meine, mit einer Allergie hat man auch schon ein Problem beim Immunsystem. Mit einer Autoaggressionerkrankung noch mehr. Ja, wenn ihr es so anschaut, eine Entzündung ist der Kampf zwischen Abwehrsystem und Erregern. Die sind potenziell wirklich gefährlich. Können sie sein. Die meisten sind völlig harmlos. Wir haben 10-mal so viele Bakterienmitarbeiterinnen, sogenannte Symbionten im Darm, als Zellen im Körper. Die brauchen wir auch, die sind wichtig. Zu denen sollte man auch gut sein. Und das steigert unsere Abwehrkraft. Die natürlichen Killerzellen, wenn wir die gut füttern, mache ich seit Jahrzehnten zu einem alten bayerischen Mittelrechtsregulat. Fermentierte Stoffe, hat sich sehr, sehr bewährt. Gibt Studien dazu. Im Schutz für Infektionen ist es auch belegt. So, also im Endeffekt, wir könnten so viele Dinge gut belegen, durchschauen und sollte man auch tun. Ja, also diesbezüglich, ich habe einen Faden verloren. Wo ging die Frage genau noch hin? Ob man als Lupus-Patientin zur Risikogruppe gehört. Ja, Infektionen, das ist noch einfach. Allergien, da ist das Allergen ja gar nicht mehr potenziell gefährlich. Ja, das kommt zwar noch von draußen, Blütenpollen oder Hausstaub oder so, aber es ist gar nicht mehr gefährlich. Gefährlich ist die Immunreaktion. Bei der Autoimmunerkrankung, dort ist das überhaupt nicht mehr so, dass was von außen kommt. Das ist auch nicht gefährlich. Das ist eigene Körpersubstanz, ja? Die Lunge, die Haut in dem Fall, die wird da attackiert. Da wäre es aus meiner Sicht ganz besonders wichtig, eingeleitet mit einer Fastenzeit, einer Woche, je nach Gewichtssituation, dann in pflanzlich vollwertige Peacefood-Ernährung überzugehen, weil das beides den CRP-Wert, eben den Entzündungsmarker, senkt. Dann kommt da schon mal viel Energie raus. Und dann würde ich bei so einer Situation unbedingt raten, Krankheit als Symbol, in dem ersten Teil Immunsystem nachschauen, im zweiten Teil dann Lupus erythematodes und so psychosomatisch sozusagen diesen Bogen schlagen. Das gehört ja aus meiner Sicht sowieso immer zusammen. Und jetzt ist die Zeit, da auch dran zu gehen, weil jetzt wäre es besonders gut, ein gutes Immunsystem zu haben, ein abwehrstarkes. Was hältst du von der Medikamentengabe für Ebola, Malaria und Tuberkulose, die gerade im Gespräch ist? Ja, kann ich nichts zu sagen, habe ja gar keine Berichte dazu. Also, die müssen Studien machen dazu, das ist ihre Logik, wir haben keine Erfahrung. Das ist anders in der Erfahrungsmedizin, die ich euch da anbiete. Das ist seit Jahrzehnten, Jahrhunderten, zum Teil Jahrtausenden erprobt. Diese Dinge sind nicht erprobt. Und Resorchin zum Beispiel, also Chloroquin, das Malariamittel, dem der Trump auch erzählt. Also das hat natürlich Nebenwirkungen. Wenn das jetzt nicht wirkt, dann haben wir so eine Situation wie Tamiflu. Dann nimmst du
ein Mittel, was nicht wirkt bezüglich der Krankheit, aber schwere Nebenwirkungen hat, die also Schaden zufügt. Da müsste man aufpassen. Und das ist bei diesen Mitteln so. Die schulmedizinischen Mittel haben ja fast alle Nebenwirkungen der unangenehmsten Art. Das ist bei den naturheilkundlichen manchmal, aber viel seltener der Fall. Und dann sind die in der Regel nicht so gravierend. Natürlich, wenn du bei Depressionen jetzt Mittel nimmst, die einfach die Lichtempfindlichkeit so erhöhen, dann musst du das wissen. Wenn du genug nimmst, damit es wirkt, dann hast du diese Lichtüberempfindlichkeit. Das ist auch eine Nebenwirkung. Ja? Es ist nicht so, dass Naturheilkunde völlig nebenwirkungsfrei ist. Aber jemand, der damit umgehen kann, kann dir da schon so helfen, dass du eine abwehrsteigernde Wirkung hast. Das Einfachste ist ja nur Vitamin C. Ja, was hat man den Linus Pauling dafür lächerlich gemacht? Aber inzwischen bestreitet doch niemand mehr. Da gibt es auch Studien dazu, dass Vitamin C einfach abwehrsteigernd ist. Reicht eine dreiwöchige Detox-Fasten-Challenge für eine Corona-Prophylaxe überhaupt aus? Naja, schau, das kommt darauf an, wer du bist. Wenn du jetzt, ich habe über 50 Jahren kein Fleisch mehr gegessen und faste jedes Jahr die letzten 20 Jahre 5, 6, 7 Wochen. Davor waren es nur 4 Wochen. So, in so einer Situation ist das mehr als genug. Das kommt auf die Ausgangssituation an. Ja, auch wie du dich da fühlst dabei. Da gibt es viele, die sich von Anfang an zum Bäume ausreißen fühlen. Sollte man nicht tun, aber so in die Richtung. Und es gibt andere, die kommen erstmal an ihre Baustellen dran und fühlen sich dann schwächer, weil der Körper die Gelegenheit wahrnimmt, um solche Baustellen einer Revision zu unterziehen. Das hängt wirklich von uns ab. Es geht nicht um diese absoluten Größen. Ja, wir sind alle verschieden. Ich strebe auch nicht für euch irgendein Idealgewicht aus einer Krankenkassenstatistik an, sondern euer Individualgewicht. Um das würde es gehen. Und dann muss ich sagen, ist das eine tolle Sache. Wenn du dir 4 Wochen Zeit nimmst, also so lange geht es nämlich tatsächlich, du hast eine Woche dieses Körper-Geist-Seele-Detox mit so vielen Ebenen und Möglichkeiten. Du bist schon mal im Kurzzeitfasten drin und kannst schon Dinge machen, die deinem Darm gut tun und so weiter. Abwehrsteigernde Dinge sowieso in dieser Zeit. Mal über das hinaus, was das sowieso schon bietet. Bewegung wäre noch so wichtig. Kannst Fasten wandern, dann hast du schon diese Synergie. Jetzt machst du noch Fasten wandern im Wald, dann hast du noch eine Synergie. Ja, also, und dann sorgst du noch für deinen Darm und so. Synergien sind so ein Lieblingsthema auch von mir, das rate ich immer. Nicht eine Sache, das ist wissenschaftlich oft wichtig, das ist nur eine Sache, dann kannst du auch wirklich einschätzen. Aber ich bin ja immer praktischer Arzt gewesen, also habe natürlich dann gern von vielen Ebenen, Psyche, Soma, aber auch naturheilkundlich viele Ebenen, manchmal sogar Schulmedizin, zusammengebracht. Das meint ja Ganzheitsmedizin. Da ist unbedingt auch die Schulmedizin dabei mit allen ihren operativen und anderen Fächern. Sonst ist das keine Ganzheitsmedizin. Ja, die Fußreflexzonen zu massieren, ist ehrenwert, habe Teil meines Studiums mit verdient. Aber das ist ja keine Ganzheitsmedizin. Der Mensch hat einfach mehr als Füße und Reflexzonen. Also diesbezüglich, es ist viel, wenn du so eine Detox-Woche machst schon. Du kannst ja auch erstmal eine Detox-Woche machen. Dann das Online-Fasten ergibt sich wirklich sehr, sehr einfach aus dieser Detox-Woche heraus. Ja, durch das Kurzzeitfasten bist du ja schon da praktisch eingestiegen in diese Fettstoffwechselsituation. Da gibt es keine große Eingewöhnungsphase mehr, keine unrunden Erlebnisse. Das Fasten, da hast du den ganzen Fastenkurs mit all den Vorträgen und so weiter und noch abends oder wann immer du willst, diese Möglichkeit, mich zu befragen. Du hast sogar eine ganze Reihe Vorteile. Ja, also gegenüber einem Fastenkurs vor Ort, wenn ich in Damanga sage, so jetzt ist Tai Chi, dann ist Tai Chi. Du aber kannst sagen, na, ich habe lieber Yoga und dann hast du auch noch 5, 6 verschiedene von Adelheid, die hat verschiedene Yoga-Sessions aufgenommen und Tai Chi kannst du auch machen und du kannst also natürlich auch Dehnungsübungen mit mir machen oder Kräftigung oder Bewusstseinsgymnastik und du bestimmst wann. Ja, du kannst das machen, während du deine Kinder beaufsichtigst es kostet einen Bruchteil von so einem Kurs. Du brauchst nicht reisen, darfst jetzt sowieso nicht. Ja, wir sind ja hier. Kurse sind ja ausgefallen, verschoben auf Anfang Juni. Gespannt. Naja, also hast du viele, viele Möglichkeiten. Und dann den Aufbau, der hängt ja davon ab, ob du weiter abnehmen willst oder zunehmen willst. Das sind 2 ganz verschiedene Aufbauwochen. Ja, da ist dann nicht mehr jeden Abend
Sprechstunde, wir dünnen es langsam aus in dem Sinne, wie du auf die eigenen Füße kommen sollst, hoffentlich auch willst. Und das haben schon so viele geschafft. Ja, das ist ja auch eine Chance jetzt. Ne? Jetzt werden ganz viele auf das Online umsteigen. Wir haben das schon vor Jahren auch gemacht und es hat sich sehr bewährt. War für viele auch ein Einstieg, dann wirklich mal hierher zu kommen. Und das ist ja dann nochmal was anderes, ne? Wenn man im Wald sitzt, bei den Vorträgen, Waldbaden einfach jeden Tag passiert. Ja, man kann sich auch mit den anderen Teilnehmern austauschen. Es gibt ja viele, die mit uns fasten, die das jetzt schon seit 2016 mit uns tun. Und die können euch natürlich auch unterstützen mit ihren Erfahrungen. Ja, das heißt natürlich in einem Kurs, so wie hier, wo so ein Feld dafür besteht, noch mehr. Da werden zwei Drittel beim Fasten, Schweigen, Meditieren, zwei Drittel haben das schon gemacht. Da ist dieses ganze Ritual an die Zen-Tradition angelehnt, so in denen drin, dass das für die anderen ganz ein leichtes Kinderspiel ist, darauf einzusteigen. Also beides natürlich Vorteile und auch Nachteile, aber ja, du hast ja die Wahl. Wie gehst du persönlich mit den Angriffen um, dass du dein Buch bewirbst und an allem anderen noch mitverdienst? Ja, wie soll ich damit umgehen? Also ich meine, ich lebe natürlich auch vom Schreiben, meinen Büchern. Also ein Gemüsehändler verkauft Gemüse, wird ihm in der Regel nicht übergenommen und um die Ohren geschlagen. Wenn ich als Autor, ich schreibe natürlich Bücher über das, was ich meine. Also diese Schutz vor Infektionen habe ich jetzt zu dieser Situation geschrieben. Auch wenn der Schutz vor Infektionen, die Immunstärkung in einer natürlichen, nachhaltigen Weise immer einen Wert hat. Selbstverständlich erwähne ich das und empfehle ich das. Und du brauchst es ja nicht kaufen. Ja, also da gibt es ja auch abenteuerliche Fantasien. Wenn so ein Buch 20 Euro kostet, das kostet glaube ich nur 16, aber nehmen wir mal an, 20 Euro ist leicht zu rechnen, dann kriege ich tatsächlich minus die Mehrwertsteuer 10%, also 1,80 oder 85 von den 20 Euro, die du bezahlt hast. Und wenn das ganz viele machen, und danke denen, die es gemacht haben, kann man sowas wie Tamanga bauen davon. Aber ehrlich gesagt, diese Vorwürfe, dass das eine Abzocke ist, die sind komplett daneben. Die sagen einfach viel über den, der diese Vorwürfe macht. Der hat halt offenbar ein Geldproblem und einen Neidkomplex. Das ist ja schwierig, da kann man eigentlich auch leid tun. Die tun mir auch leid. Ja, also, ich meine, das ist auch nicht so witzig, damit zu leben, muss man dann schon auch sagen. Ja? Also, wenn ich mir die Beurteilungen von mir anschaue, dann die Begeisterten, die schreiben ja nichts rein. Wenig. Aber heute ist dann so eine drin, die schreibt dann ganz neu, also gemeingefährliche Abzocke. Muss ich ehrlicherweise sagen, niemand muss müssen. Jeder darf dürfen. Und wenn jemand Autos verkauft als Beruf, brauchst du ihm nicht übel nehmen. Dass der, wenn du zum Mercedes-Geschäft hingehst, nicht zu dir sagt, kaufen Sie doch lieber Ford oder VW, das ist billiger, erwartest du auch gar nicht. Ich rate sogar noch manchmal zu anderen Büchern, ehrlich gesagt, wenn ich weiß, die können in der Situation besser helfen. Und dieses Geldthema, ja, also das ist halt eine furchtbare Neidgeschichte, finde ich, die da auch im Internet so läuft. Wenn denen gar nichts mehr einfällt dagegen, kommt immer diese Abzocke. Ja, dieses, der verdient Geld mit dem, was mir offensichtlich Spaß macht. Das ist auch ganz verdächtig. Ne? Ich bin jetzt fast 69 und mache eine Arbeit immer noch gerne, die mir Spaß macht. Was würdet ihr denn sagen, wenn ich jetzt, sagen wir, Tamanga verkaufe und sagen wir, von den 6 Millionen noch 4 kriege, wenn es schlecht läuft, oder egal, auch 3. Wir könnten zu zweit ja prima den Rest leben, brauche ich nie mehr was verkaufen, ehrlich gesagt. Machen die meisten übrigens. Die retten sich so in die Pensionszeit. So. Also mache ich gar nicht. Tatsächlich arbeite ich noch gern. Und schreibe dann auch mal ein Buch zu so einer bedrohlichen Situation. Und auch wenn die so aus dem Ruder läuft, wie in dem Fall. Und ich weiß, da kann man helfen. Und ja, ich habe auch an dem Buch Altern als Geschenk verdient. Das ist ein Bestseller geworden. Danke am ORF für diese Sendung mit dieser Falschaussage als Schlusskonzept. Und als Arzt verdienst du an Krankheit. Das ist so. Das tut jeder Kollege, ehrlich gesagt. Jetzt muss ich mich da nicht so besonders betroffen fühlen. Das Gegenteil würde ich sagen, denen, die so viele Bücher von meinen gekauft haben, dass so oft 1,80 zusammengekommen ist, dass es dann Tamanga entstanden ist daraus. Das ist ja auch mit eurem Geld entstanden.
Da könnt ihr euch dran freuen, wenn ihr es mal anschaut hier. Und denen danke ich sehr. Und die anderen tun mir einfach leid. Ja, das ist ja schlimm, wenn ein Mensch so in der Nörgelei drin ist, so einen Neidkomplex hat und offenbar auch so ein Finanzproblem, dass er niemand anderen gönnen kann, wenn der mit einer Arbeit, die ihm Freude macht, auch noch Geld verdient. Und tatsächlich muss ich euch sagen, also um Tamangar ganz zu bezahlen, muss ich auch noch Geld verdienen. Und mache das auch noch mit Freude. Das ist so. Und jetzt fallen uns ausgebuchte Kurse aus. Ja, jetzt schon dann der 5., 6. So, und wir haben die Leute nicht einfach entlassen. Schlechtenfalls Kurzarbeit, andere laufen mit. Können wir gar nicht ewig durchstehen. Und wir waren schon so gut raus aus den Schulden, dadurch, dass wir es jetzt selbst in die Hand genommen haben und als kompetente Leute, nach Frauen muss man eigentlich sagen, im Wesentlichen, das mit ihrem weiblichen Charme und beseelt haben, lief das so gut. Und jetzt geht es halt wieder in die Schulden hinein. Kann man darüber jammern, aber das, was ich erschrieben und erredet habe, habe ich in Tamangar reingesteckt, im Wesentlichen. Und das auch in Johanneskirchen ins Heilkundezentrum. Da habe ich ja nicht ein Funken schlechtes Gewissen. Aber damit muss man wahrscheinlich leben. Ich habe das auch immer so einfach weggesteckt, wenn es so total unter der Gürtellinie ist. Ja, also überhaupt nichts Inhaltliches kommt und so, so wie heute, wie man gesagt, wo hat denn der seinen Doktor her, da muss er mit wem geschlafen haben. Dann nehme ich mir die Freiheit, den zu erlösen von mir, indem ich den lösche. Das ist, glaube ich, für alle besser, als dass man jemanden, der so unterirdisch unter der Gürtellinie drauf ist. Er ist halt wahrscheinlich so drauf. Der hat in seinem Leben noch nichts zusammengebracht, außer wenn er vielleicht mal mit dem Richtigen oder der Richtigen gevögelt hat. Kann ja sein, gibt es solche Leute. Also bei meiner Doktorarbeit war das ehrlich gesagt nicht nötig. Da ging es schon um Psychosomatik, hat man damals schon Freude gemacht. Die letzte Frage für heute wäre, wie kann ich mit ein paar kurzen, aber ausschlaggebenden Argumenten Menschen positiv stimmen zum Verlauf von Corona? Jedem, dem ich begegne, vertritt die Annahme, wir brauchen erstmal eine Impfung. Ja, das war ja auch das Ziel des Ganzen. Also eins der Ziele, bin ich ganz sicher. Ja, was kann man dem begegnen? Was wird dabei rauskommen bei dem Ganzen? Also die werden ganz viele kleine Unternehmen, mittlere Unternehmen vor die Wand fahren lassen. Bin mal gespannt, ob sie dann so helfen, wie sie da sagen. Ja, also wenn ich den Bäckermeister, den ich letztes Mal gepostet habe, da anschaue, dem wird halt nicht geholfen. Da kommen die großen Sprüche von unseren Politdarstellern. Aber also Darstellern sage ich, weil ich glaube, die spielen da irgendwas. Kann gar nicht sein, dass sie wirklich an das glauben, dass sie nichts mitgekriegt haben von der anderen Seite und so weiter. Das kann ich gar nicht glauben. Naja, jedenfalls der ist am Verzweifeln. Das wird auch passieren dabei. Ich glaube nicht, dass viele große Konzerne kaputt gehen. Wann ist denn das jemals passiert? Na gut, wenn ein wirklich charakterloser Manager seinen Konzern Mannesmann an Vodafone verhökert, um Millionen für sich rauszuschinden, passiert sowas auch immer, dann verschwindet halt Mannesmann. Aber ansonsten muss man doch eigentlich sagen, um die Großen muss man sich jetzt nicht groß sorgen. Die Kleinen, denen wird es ziemlich eingehen. Und die Impfmüdigkeit, die dürfte danach beseitigt sein, wenn so ein massives Dauerfeuer in diese eine Richtung kommt. Und ich kann einfach nur sagen, einfach die Leute mal anschauen. Ja, also meine Mutter ist mit 89, fast 89 gestorben, ist nie geimpft worden, immer gesund, war einmal zu einer Entbindung, weil ihr Partner das wollte im Krankenhaus, sonst weiß ich da nichts. Die hat immer Kurzzeitfasten gemacht. Nach 15 Uhr hat die nichts mehr gegessen. Ich mache das auch schon 40 Jahre, dass ich eine Mahlzeit weglasse und zwei Mahlzeiten esse. Also die Leute anschauen. Ich habe mal nach einer Sendung, wo es um vegane Ernährung ging, zum Schluss, also in der Sendung hat man sich Studien um die Ohren gehauen, habe ich einfach dem Publikum gesagt, schauen Sie sich doch mal an. Wollen es so werden wie die drei, die für die Fleischmischkost sprechen oder wie die drei Veganer? Da saßen halt drei schlanke, fitte Leute und da quollen sie aus ihren Anzügen und schwitzten selbst unter dem Kaltlicht. Naja, also einfach mal schauen, wie kommt denn das rüber? Also wie wirkt denn der? Funktioniert das für den? Ich frage das immer bei diesen Messen. Ich bin ja da manchmal auch so Messen, Gesundheitsmessen und so, wenn die einem irgendwelche Stoffe verkaufen, die alles richten sollen und so weiter. Dann schauen wir die Leute an.
Und fragt ihr dann auch, wenn ich das auch schlucke, schlucken Sie es? Sagen die dann meistens, ja, dann wäre ich so wie Sie. Okay, kann ich mir überlegen, ob ich das will. Das ist oft nicht der Fall. So, einfach mit Menschenverstand da dran gehen, würde ich raten. Und einfach mal schauen, wie geht es denn denen durch für alles geimpften Kindern mit diesen Vielfachimpfungen? Wie geht es denen, oft ja auch Ärztekindern, die kaum geimpft sind oder gar nicht? Also, ich war noch nie bei einer Vorsorgeuntersuchung und gehe da auch nicht. Ich wüsste gar nicht, warum, weil die Schulmedizin kann keine Vorbeugung oder Vorsorge und das ist kein Vorwurf. Die reden von Prävention und Prophylaxe, aber die interessieren sich gar nicht fürs Wesen der Krankheit. Also können sie sich gar nicht vorher beugen. Ja? Dazu müsste ich wissen, wovor will ich mich denn beugen? Und dann sind wir schon wieder bei Krankheit als Symbol. Also nur danach können wir es ja wahrscheinlich auch entscheiden. Ist es, bist du überzeugend? Ja, dann werden doch Menschen in deiner Umgebung auch sagen, okay, versuche ich das auch mal. Braucht auch manchmal einfach eine Ruhe. Umso schöner ist es dann, wenn es passiert. Also, Freund, der Jürgen Fliege, dem habe ich schon so lange zu tun, weil so viele Fernsehsendungen, wir mögen uns auch und rede total gern mit dem. Und aber es hat mich dann unheimlich gefreut, wie der vor gut einem Jahr umgestiegen ist auf vegan, also Peace Food, 20 vollwertig und es ihm so viel besser ging. Ja, das ist auch jemand, der kein Mund, also kein Blatt vom Mund nimmt, der sagt das jetzt auch. Er kriegt immer seine Tagebucheintragungen in seiner Zeitung oder die seinen Namen trägt. Und das ist, glaube ich, das Überzeugendste, wie wir leben, was wir darstellen. Dass wir nicht andere befehden. Ich habe noch nie jemanden in die Suppe gespuckt, auch wenn es eine Hühnersuppe war. Im Gegenteil, halte ich die für ein Medikament nach der Geburt in der Geburtsheilkunde. Besser als Blutinfusionen oder Transfusionen, ehrlich gesagt. Naja, also das eigene Beispiel ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Wenn wir was verändern wollen, dann darüber. Es sind auch überzeugende Argumente, manchmal ganz hilfreich. Aber man sieht jetzt zum Beispiel, dass Studien die Regierung überhaupt nicht berühren. Wenn es nicht Pharma-Studien sind, die Pharma irgendwie ihre Sponsoren voranbringen. Wenn es einfach nur Studien sind, die wissenschaftlichen Kriterien genügen, ist das überhaupt kein Thema für die. Es gibt heute Studien, ich habe sie zitiert, in Krebswachstum auf Abwägen, wo Schulmediziner belegen, wenn man Chemotherapie gibt bei Erwachsenen oder Bestrahlung, dann tötet man zwar viele Krebszellen, aber die übrigbleibenden werden dann zu Krebsstammzellen, mit denen man überhaupt nicht mehr fertig wird. Das erklärt auch die katastrophal schlechten Ergebnisse der Chemotherapie. Wo ein amerikanischer Professor sagt, nach 5 Jahren, das ist ja so eine magische Zahl für die Schulmediziner, 5 Jahresüberlebensrate, nach 5 Jahren bei den Erwachsenen nicht mal 3 von 100 noch leben. Wirkt anders auf uns, weil wir kennen ja einige, aber die anderen kennen wir eben doch nicht, die schon gegangen sind. Also wir haben unglaubliche Studien heute. Und wie schon bei Alzheimer, diese Bredesen-Studie, die Finn-Studie, die Nonnen-Studie, wir müssen einfach nur mal die Studien der Schulmedizin anschauen. Das kann doch für einen Schulmediziner nicht zu viel sein. Und von der Regierung würde ich ja auch erwarten, wenn sie so viel Gegenwind bekommen, eben Weltärztepräsident, Bundesärztepräsident, so viele wirklich hoch angesehene Professoren, Chefärzte von Kliniken und so weiter, die jetzt aufstehen und sagen, ey, so nicht. Das ist eine völlig falsche Perspektive und Sicht. Und das hört man viel. Und dann müsste man ja auch sagen, die Verschwörungstheorien von vorgestern und gestern sind ja heute halt oft Stand des Wissens. Das führt auch nicht gerade zu einer großen Versicherung. Ja, dann heißt es schnell mal, nein, nein, Schärfe mit Einschränkungen wird es nicht geben. Naja, außer 2 Tage später gibt es sie dann. So, das haben wir jetzt so viel erlebt. Also ich würde gar nicht so viel missionieren, sondern einfach schauen, mein eigenes Ding zu machen. Und wenn jemand fragt, dem zu helfen, beizustellen und ansonsten jetzt auch Leute beruhigen. Klar, viele wollen nicht beruhigt werden, wenn man denen sagt, okay, also die explosionsartige Geschichte schaut gar nicht so aus, wenn man die Zahlen der Verdoppelung anschaut. Wir stehen ja jeden Tag in der Süddeutschen drin. Also, aber es gibt Leute, die wollen das nicht hören. Es muss jetzt ganz schlimm sein.
Meine Leute schauen auch gerne Horrorfilme an. Ja, ich nicht, ehrlich gesagt. Also ich weiß auch, ich habe immer gerne die Problemfilme von Fassbinder angeschaut. Aber wie ich dann sozusagen mit dem Problem in der Klinik im Arztsein konfrontiert war, den ganzen Tag mit Problemen zu tun hatte, da hatte ich gar keine Lust mehr auf so viele Problemfilme, ehrlich gesagt. Und man braucht sich nur die Nachrichten anschauen, da brauchst du ja keine Horrorfilme mehr. Aber es gibt offensichtlich so ein großes Bedürfnis nach Horror. Da gibt es ja diese erstaunliche Geschichte irgendwann in den, weiß ich, 90er Jahren oder so, hat ein amerikanischer, Korns heißt der, Romanschriftsteller, über 500 Millionen Bücher verkauft, ganz bekannter Typ, der hat ja ein Buch geschrieben, wo eine Pandemie, eine virale Pandemie vorkommt, die nicht mehr beherrschbar ist von der Schulmedizin, und die hieß dann Wuhan 400. Naja, sowas lockt dann Leute zu solchen Verschwörungstheorien. Effektiv enden damit aber auch schon die Übereinstimmungen. Und der verkauft unglaublich viele Bücher, habe ich bei der Gelegenheit gefunden. Und schreckliche Szenarien, aber Leute lesen das gern. Also ich meine, 500 Millionen Bücher. Ich habe vielleicht 5 Millionen Bücher verkauft. So, also Hoffnung kommt gar nicht so gut. Meine Bücher sind ja, wenn man sie einlässt drauf, sehr hoffnungsvoll. Aber Horror kommt offensichtlich viel besser. So, und das ist auch verständlich. Man kann das auch wieder gut erklären. Früher war das natürlich nicht so wichtig in der grauen Vorzeit bei unseren Ahnen, dass man sich die schönen Sachen gesagt hat. Also das Komplimentewesen war wahrscheinlich vor ein paar hunderttausend Jahren nicht so weit entwickelt. Aber die mussten sich warnen vor Gefahren. Ja, der Säbelzahntiger, das haben sie schon gleich reingekloppt. So, wahrscheinlich haben wir so alte Muster in uns, die immer noch drauf abfahren, auf diese Schreckensmeldungen, Horror und so weiter. Ja? Only bad news is good news, sagen Journalisten. Glaube ich nicht. Wenn man es medizinisch anschaut, die Bad News, die wir jetzt so dicke bekommen haben, ist wirklich gefährlich. Ja, und da richtet diese Presse viel an, die Politik auch. Da gibt es auch von mir so eine Art Mitgefühl. Ich meine, wenn jetzt als Schulmediziner so Dinge mit so viel Schatten propagierst, irgendwann muss man mal zurückschauen auf das. Ja, und das ist ja dann oft so, dass Ärzte auf dem Totenbett ehrlich werden. Jenner, der Entdecker der Impfung, Kuhpockenimpfung, hat ja auf seinem Totenbett gesagt, ich habe der Menschheit mit der Impfung keinen Segen, sondern ein Monstrum hinterlassen. War aber ein bisschen spät. Louis Pasteur, nachdem wir heute noch die Milch noch mehr zugrunde richten, pasteurisieren, Louis Pasteur hat auf dem Totenbett gesagt, da gibt es auch Zeugen dafür, dass er die Erreger komplett überschätzt hat und das Terrain unterschätzt hat. Der Psychiater, der für die kindliche Hyperaktivität so bekannt geworden ist, Ritalin, hat auf dem Eisenberger, glaube ich, heißt er, der hat auf dem Totenbett zugegeben, dass er nicht zum Hyperaktivitätssyndrom des Ritalin gefunden hat, sondern zum Ritalin dieses Krankheitsbild kreiert hat. Das ist ja ein Unterschied. Also merkt man ganz zum Schluss, im Rückblick, versuchen die auch ihr Leben halbwegs noch mit Beichten in Ordnung zu bringen. Ich würde einfach raten, rechtzeitig mit sich ehrlich zu sein. Schauen, ob die Dinge, die ich da mache und verbreite, ob ich dazu stehen kann. Ich meine, was ist los in den Seelen dieser Journalisten, die jetzt von Angstmache leben, von dieser Horrorverbreitung? Ich habe ja Journalisten erlebt, auch beim ORF, die mir gesagt haben, red ja nicht über die Vogelgrippe, wir reden über PMS, prämenstruelles Syndrom. Ich bin deiner Meinung bei der Vogelgrippe, aber sagen, Gottes Willen darf man das hier nicht. Und dann gibt es aber auch so Journalisten wie Franz Josef Köp in Vorarlberg, der hat mich voll eine Stunde über die Vogelgrippe erzählen lassen. Also da hat man noch eine Stunde diskutiert. Am Abend war das ausverkauft. Da waren noch 800 Leute drin, konnte das auch sagen. Der hat das aufgenommen, der hat das gesendet. Und im Ländle, Vorarlberg, ist die Vogelgrippe-Geschichte eigentlich ausgefallen, weil so viele Leute informiert waren, dass es das ja schon immer in dieser Form so gab. Naja. Also, im Endeffekt, lasst uns das Beste draus machen, jetzt.
Wir haben diese Situation und wir werden, da hoffe ich stark drauf, wie Phönix aus der Asche wieder hochkommen. Das wird ja irgendwann vorbei sein. Das wäre das erste Mal, dass ein Frühling, wenn er dann endlich mal richtig kommt, den Grippeviren nicht den Garaus gemacht hätte. Und wir werden mal zurückschauen. Ich mache mal so gern, auch mit Patienten früher, jetzt mit mir noch so eine Übung. Ich versetze mich in die Zukunft und schaue zurück auf die jetzige Zeit. Und was werden wir denken? Was denken wir heute über Vogelgrippe? Was denken wir heute über Schweinegrippe? Was werden wir mal denken über die Fledermausgrippe? Haben es da nicht so genannt, aber den Fledermäusen haben sie erstmal auf jeden Fall in die Schuhe geschoben. Na gut, ich denke, danach wird wirklich nicht mehr alles so sein wie vorher. Es sind auch tolle Dinge passiert. Wir haben gemerkt, also es muss gar nicht das Primat der Wirtschaft und des Geldes sein. Es gibt plötzlich andere Dinge. Wie werden wir danach die Kommunikation, auch die enge Kommunikation, wieder genießen? Die Freiheit. Ja, wir werden ja sogar die EU noch schätzen. Denn jetzt haben wir gar keine Reisefreiheit. Dürfen wir gar nicht mehr über die Grenzen. Aber stellen wir uns vor, wir dürfen wieder reisen, wohin wir wollen. Wir werden es doch unglaublich genießen. Wir werden viele Dinge, die wir jetzt als selbstverständlich genommen haben, wieder genießen. Geht ja jetzt schon los. Ja, ich animiere ja viele zu Waldspaziergängen und so weiter, viel in der frischen Luft sein und kriege ja auch Rückmeldungen, wie gut ihnen das tut. Ja, die Bewegung, die sie jetzt in ihr Leben bringt, die Ernährung, die sie umstellen. Wir haben ja viele Chancen. Ich hoffe ja doch auch sehr, dass ganz viele mit diesen Risikofaktoren zurückschauen werden, dann und sagen, damals bei dieser Corona-Geschichte habe ich das Rauchen aufgehört. Da habe ich mein Übergewicht in mein Individualgewicht gewandelt. Da ist mein Blutdruck gleich mit runtergekommen. Da habe ich dieses Typ-2-Diabetes drangegeben und brauche auch kein Insulin oder keine Tabletten mehr seitdem. Das ist ja alles möglich. Bei den gravierenden Krankheitsbildern ist auch noch so viel möglich. Ja, dieses Buch Krebs, Wachstum auf Abwägen ist ein Buch der Hoffnung. Ich habe so viele Wunder erlebt. Also Spontanremission, sagt die Schulmedizin, schamhaft. Lässt die Option offen, dass man wieder zurückkommt. Also viel mehr als mir statistisch zustehen, einfach weil ich glaube. Ja, schon mal als christlicher Mensch ist ja, sind ja Wunderheilungen ganz offensichtlich in unserer Kultur verankert sogar. Darf man gar nicht mehr reden heute. Also gegenüber Wunderheiler im ORF. Nicht ein Wort über Wunder war möglich dort. Nur Gehetze. Skeptiker halt wieder. Und ja, das Übliche, was sie so bringen, was sie eigentlich schon kaum jemanden interessiert. Ein riesen Shitstorm haben sie nachgekriegt. Ich werde sicher nicht mehr eingeladen. Also da von junger Redakteur, der noch nicht so wusste, wo es lang geht, wahrscheinlich. Keine Ahnung. Also super peinlich. Wir werden jetzt darauf zurückschauen. Wir werden auch wieder Journalisten haben müssen, die so ein Berufsethos haben. Ja, die einfach die Wahrheit als die Wahrheit mal wichtig nehmen und nicht irgendwelche vorgefertigten Meinungen aus irgendeinem Club da abliefern, wo sie gebrieft werden. Das wird alles wieder kommen. Da werden sich, glaube ich, viele Ärzte, die Kollegen, die sich jetzt mutig hinstellen und sagen, Leute, Entspannung, so ist es doch gar nicht. Die Indizien sprechen doch in eine ganz andere Richtung. Naja, die werden, glaube ich, hoffentlich danach weiterreden. Und viele von denen, die jetzt an der Inszenierung teilhaben, werden doch umdenken müssen. Also, wenn ich so höre, was in den Praxen jetzt passiert, da gibt es halt natürlich Leute, die gerade die Corona-Leute überhaupt nicht mehr anfassen oder gar nicht mehr behandeln. Weil wenn der dann positiv diagnostizieren würde, muss er seine Praxis 2 Wochen zumachen. Wollen die aber natürlich, ich meine, das kostet ja eh viel Geld, was da jetzt passiert. Ja? Nicht nur den Handwerkern, die einfach nicht mehr werken dürfen, sondern so vielen. Dürfen nur noch im Auto vorfahren jetzt. Patienten dürfen, die gefährdet, also die Verdacht auf Corona haben, dürfen nur noch im Auto vorfahren. Ja. Vor die Praxis. Dann kommt jemand im Anzug raus und nimmt einen Abstrich. Was machen die alten Leute, die nicht Auto fahren und so weiter, die jetzt nicht im Internet sind? Also, da gäbe es ja viele Dinge zu bedenken. Aber nochmal, Beste draus machen. Ja, also die meisten haben nichts zu befürchten. Nach den italienischen Zahlen sind sogar 99%, die nichts zu befürchten haben. Es gibt ja auch viele, die es dokumentieren im Instagram, wie im Instagram-Account, Corona Tag 1, Corona Tag 2 und so weiter. Und das was meiste, was da rauskommt, ist, ich habe ein bisschen Husten, ich habe ein bisschen Schnupfen, ich schmecke nichts mehr. Und nach Tag 7 ist es durch.
meistens. Wann, muss man ehrlicherweise sagen, gehören Sie, man muss sie ja nicht als Herde bezeichnen, dann gehören Sie zu der immer mehr wachsenden Gruppe, die das hinter sich hat und dann hoffentlich immun ist. Und das werden die sein, die die Ausbreitung am meisten reduzieren. Ja, stellen wir uns vor, wir hätten schon Millionen von denen, dann würden die ja enorm die Ausbreitung minimieren. Also da kommen wir auch hin. Denn das, was wir jetzt hören von der Politik, geht ja nur noch darum, die Kurve abzuflachen, damit die in der Klinik nicht den Offenbarungseid erleben. Den erleben sie aber aus meiner Sicht wesentlich deswegen, weil so viel Angst gemacht worden ist, weil so viel Panik verbreitet worden ist und deswegen so viele Leute überhaupt kommen, ihre Dinge viel zu schwer nehmen, ihren Husten und so weiter. Da ist ja ganz viel, ganz normale Grippe einfach dabei. Und dann werden wir rückwirkend auch mal den Unterschied endlich kapieren, was heißt an Corona gestorben und was heißt mit Corona gestorben. Fast alle bei den italienischen Zahlen, die allermeisten sind ja nicht nur alt eben, sondern dreifach, zweifach schwerst krank vorher. Und die sterben, man weiß nicht wo dran. Die haben auch Corona. Also, naja. Wie wäre es, wenn jetzt die Jungen und Gesunden sich durchseuchen würden und einfach nur die Älteren oder die Risikogruppen oder die Kranken eben nur geschützt werden würden? Wäre das nicht besser? Das ist Weil ja dann hätten wir den Zustand, den du gerade beschreibst, dass die meisten immun wären. Die Idee bei der Herdenimmunität, und die kommt ja sowieso. Da kann man sich jetzt dagegen stemmen, wie man will. Das ist unsere große Chance, dass das irgendwann mal kommt. Es soll halt langsam kommen. Das verstehe ich ja auch. Aber was ich natürlich auch sagen muss, wenn Sie sich dann in diesen Mainstream-Medien halbwegs lustig machen über die Panikkäufe und so, ich meine, das ist schon zynisch, wenn du eine Bevölkerung erst in Panik versetzt mit deinen einseitigen Informationen und dann auch darüber lässt, dass die Panikkäufe machen. Klar, wenn du jemanden in Panik versetzt, verhält er sich wie ein Mensch in Panik. Und wenn du jemanden unter Angst setzt, verhält er sich wie ein Mensch in der Enge. Das verhält sich nicht mehr normal. Also das ist schon eine miese Nummer. Das nennt man halt Projektion. Ja, du verursachst ein Unglück und dann machst dich lustig über die, die in Unglück drin sind. Natürlich kannst du es deuten, tue ich auch. Die Deutschen haben mal den Klopapiertrip. Das hat Freud schon gesagt. Eine sehr anale Bevölkerung. Geht sehr um Haben und Besitz und Schattengier. Die Österreicher haben halt die Nudeln und weiß der Himmel was. Stellen wir uns vor, wir würden den Wein in Österreich ausgehen lassen. Dann wäre auch hier was los. Das ging gar nicht. So, also man kann natürlich all diese Dinge machen, aber wir könnten natürlich auch ein bisschen tiefer schauen, was in uns gehen. Ich hoffe ja, dass das auch so ein Reinigungsprozess ist. Klingt so schrecklich, weil so viele sterben und ich sage es nochmal schlimm um jeden, der früher stirbt, als es ohne dieses ganze Desaster möglich wäre. Aber ich fürchte halt auch, wir müssten uns an die eigene Nase fassen und mal den Anteil sehen an dem Desaster, was wir verursacht haben. Und das sind diese ganzen wirtschaftlichen Katastrophen. Und das interessiert mich als Arzt ja weniger, die wirtschaftliche Katastrophe. Aber aus der folgen so viele menschliche Katastrophen. Da werden sich Paare in die Haare kriegen und scheiden lassen. Da werden sich Leute umbringen und so weiter. Das hoffe ich nicht. Und das ist es auch nicht wert, ehrlich gesagt. Und dann müsste man sich auch klar machen, die Inszenierung der Politik aus meiner Befürchtung heraus gesponserten Politik, ist es nicht wert, sich umzubringen. Ist es nicht wert, in die Depression zu fliehen. Den Seeleninfarkt sozusagen. Ja, also, heute ist ja schon sehr spät, aber wir werden das dann ins Netz stellen irgendwie. Das ist ja noch geplant, dass wir jetzt anschließend. Es ist schon auf deinem Facebook, ist es schon drauf. Aha, also. Okay. Es ist schon gepostet von Anfang an direkt. Und natürlich könnt ihr im Nachgang die Aufzeichnung anschauen. Auf dem zuerst geplanten Link wird die Aufzeichnung dann sein. Also die Aufzeichnung von dem hier jetzt, oder? Genau. Ihr merkt schon, wie das bei uns läuft. Im Hintergrund ist der Timo und hinter dem Timo ist noch der Christopher. Und die machen diese ganzen technischen Dinge. Ich kann zwar reinschreiben und Links reinstellen und so, aber schon diese Dinge aufnehmen und so, das machen alles sie und organisieren das und haben das auch toll hingekriegt. Wenn wir jetzt über 10.000 waren, war das ja eine Herausforderung bei diesen Monaten. Wir hatten über 10.000 Anmeldungen, aber es haben nicht alle auf YouTube von den 10.000 geschafft, aber wie gesagt, wir schicken euch die Aufzeichnung zu und dann werden das alle 10.000, die sich über 10.000, die sich angemeldet haben, auch bekommen.
Sehr schön. Danke ich euch auch sehr fürs Zuhören, diese Gelegenheit, das auch mich mal zu erklären in der Situation und Fragen zu beantworten. Ich entschuldige mich auch dafür, ich kann das nicht schaffen. Ich habe normal schon so viele Mails. Jetzt sind es noch viel, viel mehr. Und ich kann auch auf Facebook, ich finde es schön, dass ihr so viel diskutiert und so weiter, aber ich kann das nur ab und zu mal überfliegen und so und nicht zu allem da Stellung nehmen. So politischen Diskussionen schon sowieso gar nicht, zu den Angriffen auch ehrlich gesagt nicht. Und wenn es um medizinische Dinge geht, manchmal gebe ich einen Tipp. Und nochmal, klar empfehle ich meine Dinge, deswegen, die waren aus meiner Sicht immer richtig, sind immer noch richtig, dazu stehe ich schon. Aber ihr müsst es überhaupt nicht machen. Ihr müsst euch nicht so ärgern. Ärger schwächt auch das Immunsystem. Ja, gut drauf sein, eher besser. Deswegen empfehle ich nochmal diese Meditation, wo ihr so wirklich nach innen gehen könnt und das wirklich auch lernen könnt, ganz einfach, tiefer gehen könnt. Und freue mich, wenn die dann morgen auch auf dem Facebook ist. Also die Meditation, die schicke ich euch jetzt hier in euren Chat mal rein, den Link zu dieser Seite. Und ihr bekommt das aber parallel auch nochmal per E-Mail zugeschickt, sodass ihr dann gleich meditieren könnt im Anschluss an dieses Webinar. Worum geht es in der Meditation, Rüdiger? Ja, einfach sich mal zu öffnen, das innere Lächeln, das rumzuschicken, die Abwehr zu steigern. Ja, wir werden natürlich auch... Nur erleben, ne? Aber das dauert nicht mal ganz eine halbe Stunde. Könnt ihr gern erleben. Und ich meine, dreimal braucht das nicht schicken. Dreimal eine CD, wenn es selber drauf ist, das bringt ja nichts. Also, es wäre ganz gut, wenn für die anderen auch, die es heute nicht geschafft haben, wir haben da bestimmt 20 haben mir gemeldet, dass sie heute nicht können, aber es gerne sehen wollen. Aber das gibt es eben auch auf Facebook so schon. Ne? Ja, natürlich alle Leute, die sich angemeldet haben, bekommen auch den Aufzeichnungslink morgen zugeschickt. Ja, auch die anderen auf Facebook, die eben sich, die das nicht geschafft haben, die haben sich dann gar nicht angemeldet. Natürlich, können wir auch natürlich dort morgen auf deiner Facebook-Seite noch posten. Und die Meditation könnt ihr doch auch so irgendwo auf Facebook oder alles, was auf Facebook steht von mir, könnt ihr ja auch auf unserer Homepage, wer nicht Facebook-Fan ist, verstehe ich ja, könnt ihr auch meine Beiträge da, die Posts, wie man heute sagt, die findet ihr da auch drauf. Da müsst ihr nicht auf deinem Blog findet man die, genau. Im Blog. Und der hat wieder nichts zu tun mit dem Podcast, den der Chris betreibt. Genau, also der Podcast, den bekommt ihr immer per E-Mail zugeschickt. Wenn ihr bei uns euch registriert habt, bekommt ihr den immer regelmäßig zugeschickt. Da gibt es natürlich auch einen Podcast noch von dir von letzter Woche zum Thema Corona. Ja, am Wochenende startet unsere Detox Fasten und Idealgewicht Challenge. Vielleicht sehen wir uns da wieder. Den Link, den werden wir auch auf der Seite, wo die Meditation ist, werden wir euch dazu auch den Link nochmal einblenden zur Detox Fasten und Idealgewicht Challenge. Startet, wie gesagt, am Wochenende mit einer Detox-Woche und dann gehen wir über in eine Online-Fastenwoche, wo wir auch täglich zur Corona-Entwicklung Stellung nehmen werden, beziehungsweise Rüdiger das mit einfließen lassen wird, was dann bis dahin an Neuigkeiten auf uns einfließen wird. Wer weiß, was in 2 Wochen wieder ist. Da kommen ja ständig jeden Tag neue News. Da ist hoffentlich schon richtiger Frühling und es geht aufwärts beziehungsweise abwärts mit den Zahlen. Da hoffe ich ja wirklich sehr drauf. Und ihr könnt so über die Wochen zurück auch schauen. Ich habe da immer viel in Facebook geschrieben und das begleitet. Auch mal ausführlich zu diesen Risikofaktoren, immer eine halbe Stunde gesprochen, eben Rauchen. Und nee, Rauchen habe ich dann noch nicht gepostet, aber Übergewicht und Hochdruck und Diabetes und Angst und diese Dinge, das werde ich auch ein Stück weiter tun und hoffe, dass wir da bald durch sind. Und dann würde ich mir so wünschen, von allen auch Nachdruck drauf zu legen, dass wir das mal rückwirkend anschauen und bewerten, was da passiert ist. Das haben wir bei der Vogelgrippe nicht gemacht, bei der Schweinegrippe nicht gemacht. Das Ergebnis ist jetzt dieses Desaster. Glaube ich, wir müssen das auch wirklich mal verarbeiten, wenn wir was durchschauen, wenn wir merken, hoppla, das ist ja völlig unverhältnismäßig oder was immer in diese Richtung. Stimmung machen ist gar nicht schwer, wenn man alle Medien auf seiner Seite hat. Das ist überhaupt kein Thema. Die Frage ist, ob man nicht einfach mal so führende Leute in der Ärzteschaft auch befragt. Und ich stoße da nicht in dasselbe Horn, dass der Drosten nur seine eigenen Tests da vertreibt. Ich empfehle auch meine Bücher. Wenn der Test dann wirklich so gut ist, ist ja alles in Ordnung.
Wenn er aber von, das kann ich wirklich nicht beurteilen, von so vielen als nicht valide bezeichnet wird oder falsch positiv, muss ich sagen, okay, dann wäre ja mal ein bisschen Selbstkritik auch da nötig. Ist auch bei mir, ne? Also wenn ich mich geirrt habe und das missinterpretiert habe, da aus dem Daily Mirror, stehen tut so drin, alle Geimpften, Hochrisikogruppe. Aber es, möglicherweise war es anders gemeint, haben jetzt schon einige darauf hingewiesen, dann muss ich mich dafür entschuldigen, tue ich dann auch bei dieser Gelegenheit. Und verbrauche eh viel Zeit, um das zu, anzuschauen. Klar, das war mir schon aus einer Boulevardzeitung, ein Zitat von einem Politiker, gefährliche Sache. Täte mir leid, wenn ich es missinterpretiert habe, bin mir aber gar nicht sicher, ehrlich gesagt. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder, vielleicht schon bei der Idealgewicht-Challenge oder bei solchen Gelegenheiten und bei guter Gesundheit, das wünsche ich euch. Und wenn ihr krank werdet im Sinn von Corona, die allermeisten werden das locker überstehen und danach seid ihr sehr wahrscheinlich immun und eigentlich ein Segen für die Gesellschaft. Und trotzdem dürfen wir jetzt das nicht drauf anlegen, uns anzustecken. Gibt es auch solche Regeln? Wäre ich gefragt, mehrfach. Sollte ich mich nicht jetzt anstecken, solange es noch Plätze in der Klinik gibt? Nein. Das ist unsolidarisch gegenüber denen, die die dann nötiger brauchen, wenn es so wäre. Ja, das ist das, was wir diskutiert haben in den Niederlanden und in England. Das kann sich kein Politiker trauen, ehrlich gesagt. Ne? Weil wenn es dann doch so viele Tote gibt, gibt es so viel Emotionen dorthin. Also ich hoffe, das geht weiter auch in Italien in diese Richtung, dass die Zahl der Ausbreitung geringer wird. Und ich denke, die wird mit dem Frühling geringer. Und die ist auch zu bessern mit all diesen naturheilkundlichen, komplementärmedizinischen Maßnahmen, für die ich mich einsetze, die ich euch gerne näher bringe. Und die wird auch besser durch die, die sich schon immunisiert haben, weil sie krank geworden sind. Also das ist auch so ein Ding, wenn du früher eine Grippe hattest, da hat doch keiner irgendwas draus gemacht. Also kaum einer. Und jetzt junge Leute, ja, die ganz gesund sind, machen ein Theater ohne Ende, höre ich von Kollegen, wenn sie Corona-positiv sind. Nicht nötig. Schlecht fürs Immunsystem. So macht man es schlimmer. Also, wir können ganz guter Hoffnung sein und ganz guter Stimmung. Und wir sollten uns nur um die wirklich Bedrohten kümmern, mehr kümmern, denen wirklich helfen. Und denen besonders lege ich dann auch so ein Buch wie Schutz vor Infektionen, Immunkraft stärken, natürlich nachhaltig, ans Herz. Und ihr habt das Risiko dabei, dass ich da, weiß nicht, bei 1,60 wahrscheinlich pro Buch 1,30 verdiene oder 1,40. Das ist für manche schwer erträglich, die müssen dann nicht besorgen. Also in diesem Sinne wünsche ich alles Gute und auch ruhig sich nicht böse sein, wenn er irgendwie noch schöne Sachen macht. Ja, weil, wenn er auch zum Lachen kommt. Filme schaut, die euch freuen, erheben. Beim Spazierengehen auch noch Spaß habt. Also ich sage, da kann es Sinn, jetzt aus Gesundheitsgründen mit Leichenmiene durch den Wald zu schleichen. Sehe ich schon manchmal. Und wegschauen, wenn einer kommt. Ich meine, man kann aus 3 Meter Entfernung an der Christi sagen. Da tun auch noch manche. Warum nicht? Da ist noch keine Tröpfcheninfektion aus 3 Meter Entfernung in der, draußen. Dürfte man sich noch grüßen oder zulächeln. Sagt ja sogar der Herr Dr. Trosten, dass man jetzt nicht hinter jeder Ecke einen Corona-Kranken erwarten muss. Ja, gut. Ja, wie gesagt, also ich bin gar nicht so dafür, dass wir jetzt weiter polarisieren. Das bringt uns in die falsche Richtung. Ja, es wäre gut, wenn wir uns wirklich gemeinsam kümmern um die, die es wirklich dringend brauchen, dass wir die ganze Medizin nehmen, nicht nur die Schulmedizin, die zurzeit nichts zu bieten hat. Ist ja auch okay, wenn sie es zugeben. Sie haben keine Impfung, sie haben kein Medikament. Und wenn dann Medikamente kommen, wäre ich höchst vorsichtig, wegen der Tamiflu-Erfahrung. Und wir haben eine andere Medizin, die das ergänzen kann, die lege ich euch sehr ans Herz. Und wir haben kompetente Leute, die damit gut umgehen können.
Die Homöopathen sind aus meiner Sicht völlig zu Unrecht so ins Feuer gekommen. Auch wieder dahinter die Pharmaindustrie, bin ich ganz sicher, weil Homöopathen wirklich der Pharmaindustrie nicht nur nichts nützen, nichts bringen, sondern auch richtig schaden, weil ganz viele Leute über diese Methoden wie Homöopathie oder Fasten sozusagen in Eigenverantwortung gesund werden und dann das einfach nicht mehr brauchen. Also in diesem Sinne, seid guten Mutes, dann bleibt am ehesten bei guter Gesundheit. Und wenn ihr krank werdet an Corona, mit aller Wahrscheinlichkeit werdet ihr es kaum merken. Und danach werdet ihr ein Segen sein. Weil irgendwann ja mal werden wir ja dann doch eine Immunität in der Bevölkerung haben. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute, Gesundheit vor allem und auch frohen Mut sozusagen. Ja, nicht jetzt einfach auf Depression einsteigen, weil das aus allen Rohren so deprimierend daherkommt, sondern wir sind in einer vergleichsweise nicht so bedrohlichen Situation, wie es geschildert wird, ist mein Gefühl. Also, alles Gute und bis dann irgendwann mal. Danke. Danke auch Timo und Chris, dass ihr doch noch hingekriegt habt. In diesem Sinne, euer Rüdiger. Danke, lieber Rüdiger, für deine Zeit und deine Ausführungen. Danke auch euch fürs Interesse. Auch von mir alles Gute, bleibt gesund und vielleicht sehen wir uns ja am Wochenende schon wieder zur Detox-Fasten- und Idealgewicht-Challenge und danach die Woche dann Online-Fasten. Da gehen wir dann jeden Abend live und stehen dann mit Fragen zur Verfügung. Also Rüdiger steht für eure Fragen zur Verfügung. In diesem Sinne. Aber bitte schickt sie nicht persönlich an mich, sondern schickt sie an die Lebenswandelschule, an Timo und Chris. Ja, und die müssen die dann sammeln und die Ähnlichen zusammentun und so weiter, sonst schaffe ich das auch nicht. Ja, ja, das erfahrt ihr, wenn ihr jetzt das Fasten oder das Detox-Fasten-Idealgewicht-Challenge bestellt, dann bekommt ihr eine Adresse, wo ihr eure Fragen hinschicken könnt während der Detox-Fasten-Idealgewicht-Challenge. In diesem Sinne, bleibt gesund und eine gute Nacht. Tschüss. Alles Gute.